Disclaimer. Liebe ZuschauerInnen, dies ist eine inoffizielle Fanmade Pen and Paper Rollenspielrunde. Alle Beteiligten sind Laien und keine SchauspielerInnen. Die Geschichte wird fiktiv und absolut spontan, ohne festes Skript gespielt. Die Runde wird so gespielt, wie die SpielerInnen es gerne mögen. Diese Art, das jeweilige Spiel zu spielen und oder die Spielwelt zu erleben, kann von deinen Erfahrungen und Erinnerungen teils erheblich abweichen. Lass uns unsere Erlebnisse. Wir laden dich ein, sie mit uns neu zu erfahren. Solltest du Handlungsstränge erkennen, bitten wir dich, wenn es denn unbedingt sein muss, diese nur mit Spoilerwarnung zu kommentieren. Beim Spiel kann es zu Thematisierung verschiedenster Ismen kommen. Sollte dich eine Thematik oder eine Verhaltensweise stören oder triggern, bitte achte auf dich selbst und spule vor, zurück, überspringe eine Folge oder schaue etwas anderes. Aber bitte, quäle dich nicht mit dem, was wir hier tun. Denn diese Runde soll sowohl für SpielerInnen als auch für euch ZuschauerInnen zur Unterhaltung da sein. Auch und gerade bei Themen, die schwierig sein können, bitten wir dich absolut zwischen gespielten Charakter und SpielerInnen zu unterscheiden. Alles ist fiktiv, nur ein Spiel. Fühlt euch frei, Charaktere oder Plotlines zu mögen oder nicht zu mögen, aber übertragt diese Gefühle niemals auf SpielerInnen. Vielen Dank und nun viel Spaß mit der Runde. Ja, Huhu hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde DSA mit Arcana-Karten und wir spielen die Abenteuersammlung Splitterdämmerung und daraus das Abenteuer Träume von Tod. Mit dabei heute, wo fange ich denn heute mal an? Ich fange hier mal an. Der Ossi als Astanio, unser Weißmagier. Grüße. Und dann habe ich hier mit dabei Sierra als Mora, die Schluggerin, Schmugglerin. Hallo zusammen. Ja, und Eleanor spielt Elena von Kurkum, die Amazone. Und ist gemutet. Guten Abend da draußen, Rondra zum Gruße. Genau. Dann haben wir dabei den Marot, der spielt Jandrik, unseren Golgariten. Hallo, schön, dass ihr da seid. Und last but not least haben wir dabei den Kako, der spielt Osko, den Perreinen Novizen. Perreine zum Gruße. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist ja etwas länger her seit dem letzten Mal, aber etliche Real-Life-Sachen haben es verhindert, dass wir miteinander spielen können. Aber jetzt umso gespannter sind wir alle wieder, dass es weitergeht. Schönen Gruß auch nach draußen. Wen haben wir denn alles da? Irgendwie bekannte Leute?
Den Tengil kenne ich zum Beispiel, der ist ein sehr eifriger Zuschauer. Ja. Hier, fühlt euch einmal eine Koala-mäßig gedrückt, die ihr da zuschaut. Ja, fühlt euch gleich auch frei, im Chat ruhig was zu schreiben. Aber erwartet nicht, dass wir darauf reagieren, weil wir werden gleich ein bisschen in Aventurien eintauchen und dann kann es sein, dass wir auf den Chat nicht reagieren können oder wollen, weil es das in der Immersion stört. Wir versuchen die Runde hier ein bisschen immersionsvoll zu spielen. Lastig vielleicht. Lastig, genau. Sehr immersionslastig. Und deswegen fühlt euch frei, was zu schreiben. Ich gucke da auch mal wieder drauf, aber ich habe wahrscheinlich nicht die Zeit, euch zu antworten oder so. Wenn ihr Fragen habt oder so, stellt die trotzdem gerne. Vielleicht machen wir nach dem Stream, nachdem wir dann wieder raus sind, können wir die ein bisschen beantworten. Okay, so, wir sind immer noch in Aventurien unterwegs. Natürlich, wir sind in der Ostrabenmark. Hier wieder die Karte zu Beginn, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und zwar sind wir gerade im Todeswall. Der Todeswall, den seht ihr auf der linken Seite, diese gestrichelte Linie. Das ist das Bollwerk des Mittelreichs gegen den Osten gewesen, ganze Zeit lang, auch in der Borberat-Krise. Und inzwischen aber dämonisch verseucht. Und die Trennlinie zwischen der Ost- und der Westrabenmark, also die Marktgrabschaft Rabenmark, ist getrennt in Ost und West. Unsere HeldInnen sind eigentlich aus im Osten beheimatet oder ansässig und sind von dort aus auf den Todeswall zumarschiert und haben eine dank einer von Jandrik mitgenommenen magischen Notiz einen schwachen Punkt im Todeswall ausmachen können und haben das Wissen ausgenutzt und sind in den Todeswall eingedrungen, währenddessen vermutlich, ihr wisst es nicht ganz genau, aber vermutlich von der westlichen Seite aus ein Heer aus Golgariten und Prajoten und allem möglichen drum und dran hoffentlich den Todeswall versucht zu erstürmen, was denen wahrscheinlich nicht gelingen wird, denn die letzten Jahre seit der Borberat-Krise ist es erst ein einziges Mal gelungen, dass einem gewissen Answin von Rabenmund den Todeswall einzunehmen, aber der konnte ihn nicht lange halten. Nur ein paar Tage. Und dann war das auch schon wieder vorbei. Aber das soll endgültig, soll die Ostrabenmark nun befreit werden von den Nekromanten, die dort herrschen. Und ihr könnt euren Teil dazu beitragen, eure Heimat oder euren Wahlheimat zu befreien. Und das habt ihr beim letzten Mal auch versucht. Ihr seid über das Schlachtfeld der dritten Dämonenschlacht hinüber geschlichen, Jandrik und Mora, und haben das Grauen erlebt, was dort sich des Nachts herumtreibt. Und nur mit Einsatz aller magischsten Kräfte von Astanio seid ihr dann in den Todeswall eingedrungen. Und dort ist Elena noch einmal, die dritte Dämonenschlacht ja mitgemacht hat, noch einmal ihrer Vergangenheit begegnet. Und habt ihr hinter euch sogar den Gang zerstört und seid in die tiefen Eingeweide des Todeswalls eingedrungen. Ein Zurück gibt es nicht mehr, zumindest nicht das gleiche Zurück, wie ihr es als Hineinweg genommen habt. Der Todeswall sieht von innen sehr eigenartig aus. Es ist eine Mischung aus Mauerwerk und Pflanze. Und je tiefer ihr eindringt oder eingedrungen seid in die Eingeweide des Todeswalls, desto eher ist es ein lebendiges, pflanzenartiges Wandglibberzeug, was euch umgibt. Einzig Laternen und Fackeln schenken euch Licht, sonst ist hier keinerlei Beleuchtung unten. Und die Fackeln sind, oder Laternen sind ja auch nicht ewig, dass sie brennen können. Vielleicht ist das bei dem einen oder anderen auch im Hinterkopf, wenn er oder sie sich da überlegt, dass man keinen Rückweg mehr hat. Aber da sind wir heute ja noch nicht. Das gucken wir uns jetzt gleich an, wenn wir uns in die Rabenmark begeben und schauen, was denn da so los ist im Todeswall. Und ich darf nicht vergessen hier,
Sollte eine bestimmte Sache machen. So. Der Todeswall. Eine dämonisch pervertierte Wallkonstruktion, ein Bollwerk gegen alles Böse sollte es früher einmal sein. Jetzt sehen Osko, Jandrik, Castanio, Elena und Mora das Innere des Todeswalls, das so gar nicht so aussieht, als hätten es irgendwelche menschlichen Konstrukteure oder zwergische Konstrukteure oder selbst Elfen errichtet. Seit nun einer guten halben Stundenkerze, wenn ihr denn eurem Gefühlen Glauben schenken dürft, irrt ihr seit der letzten Begegnung mit Elenas Vergangenheit durch die dunklen Gänge. Ihr habt versucht, euch Wegmarkierungen zu machen, aber immer wieder windet und dreht sich alles in den Gängen. Je tiefer ihr eindringt, desto gewundener und verschlungener wird das Labyrinth. Und wenn ihr es nicht genau anders wüsstet, dass es ja nicht sein kann, dann kriecht in euer Hinterkopf ein leiser Gedanke. Was ist, wenn das alles hier lebendig ist? Was ist, wenn sich die Gänge verändern und es gar keinen Ausweg mehr gibt aus dem Labyrinth? Ob es nach oben oder nach unten oder nach rechts oder nach links oder nach vorne oder nach hinten geht, die Orientierung habt ihr längst verloren hier unten in der Dunkelheit. Nur das schleimige Tropfen der Wände, die Feuchtigkeit und das Flatschen der Stiefel auf dem Untergrund zieht euch voran. Und der Gedanke, dass Astanio ja mit dem Geist des Walls kommuniziert hat, der euch nach vorne angetrieben hat. Irgendwas ist hier also, und ihr sollt hier euer Werk verrichten. Und so steht ihr ein ums andere Mal jetzt wieder vor einer Kreuzung. Wieder durchzieht die Wände dieses merkwürdige Geflecht aus Pflanze oder Schleim oder Moos oder was auch immer es genau ist. Vielleicht wollt ihr gar nicht genau wissen, was es ist. Immer wieder auf eurem Weg seid ihr auf normale Steine, Haufen, Säulen und Reste von menschlichem Bauwerk gestoßen, aber immer waren sie durchzogen und überwuchert von pflanzlichen Resten. Und für Osko ist es eigenartig. Er kennt Pflanzen. Er mag Pflanzen. Er ist mit der Natur anders verbunden als ihr anderen. Nur dennoch geht irgendetwas Eigenartiges von diesem Pflanzenwerk aus. Es ist kein normales Pflanzenwerk. Und so steht ihr nun an der Kreuzung. Nach vorne, nach hinten, nach rechts und nach links geht ein Gang, der ins die Dunkelheit führt. Und jetzt? Und Mora blickt dabei Astanio fragend an. Keine Ahnung. Mora versucht mal zu schauen, ob irgendein Weg ein wenig weiter nach oben sich richtet oder nach unten. Bisher, die meisten Wege gingen nach unten, irgendwie immer tiefer. Gibt es einen Weg, der einen Weg nach oben führt? Wie ich eben schon sagte, schwer auszumachen. Die Orientierung ist euch in der letzten halben Stundenkerze gänzlich verloren gegangen, euch ob der ständigen Windungen.
Vielleicht ist es auch egal. Vielleicht laufen wir schon eine Weile im Kreis. Unmöglich. Osko schaut sich mal die Decken an, die Wände an. Schaut irgendwie alles gleich aus. Vielleicht sollten wir unsere Taktik ändern. Oder hat jemand eine andere Idee? Was genau ist unser Ziel? Durchkommen oder einen Weg finden, dieses Ding zu schwächen von innen? Mal ehrlich, wenn wir jetzt durchkommen, finden wir einen Weg zurück? Bringt uns das was? Können wir damit die Armee in irgendeiner Weise hier durchlotsen? Nein, du hast recht. Das ist mehr als schwierig. Also sollten wir vielleicht einen Weg finden, wie wir das hier zum Einsturz bringen oder zumindest schwächen? Wir müssen ins Zentrum, würde ich mal sagen, und diesen Dämon finden, ihn zur Strecke bringen, irgendwie. Diese Gestalt, Astanio, mit der du gesprochen hast, kannst du noch einmal mit ihr sprechen? Astanio verschränkt die Arme. Ich kann es versuchen, aber ehrlicherweise glaube ich nicht, dass ich sie einfach beschwören kann. Ihr habt sie selber gehört. Sie ist und ist nicht der Dämon. Aber ein Teil von ihr will uns doch helfen, oder nicht? Dieser Magier, vermute von dem ihr sprach. In eurer Vision, ihr habt doch gesagt, da wäre ein Magier gewesen, der sich dem Dämon entgegengestellt hat. Richtig. Das ist seine zweite Hälfte, die uns hier gerade versucht zu helfen. Kannst du nicht einfach seinen Namen rufen? Er hat ja noch ein gewisses Bewusstsein und dann schauen wir, ob er uns antwortet. Vielleicht hört er uns ja die ganze Zeit schon zu. Große Frage ist dann ist auch, wie sehr kann er sich kontrollieren? Wir sind ihm bisher blindlings im Vertrauen gefolgt. Wir wissen aber immer noch nicht ganz, wie sehr er sich kontrollieren kann, beziehungsweise wie sehr er den Dämon kontrollieren kann. Wir werden das aber nicht herausfinden. Egal, wer uns lockt. Egal, ob es jetzt der böse Dämon oder sein was auch immer ist. Wir müssen näher an es heran, um es schwächen zu können. Was hat der Magier doch gesagt? Schwächen heißt, wenn wir, egal was wir tun in diesem Wald, wenn ich jetzt hier reinschneide, schwächt ihn das auch. Lena hält ihre Hand an die Seite und an die Klinge, und die Klinge ist so ein ganz knappes Stück vor der Wand. Das sagt ihr doch, wir sollen auf die Wände einschlagen und ihn schwächen. Dieses ganze Konstrukt ist eins. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das wirklich Schwächen ist. Ablenken. Ist die Frage, ob wir das überall machen sollten oder ob wir einen Ort finden müssen, wo das besonders nützlich ist. Richtig. So wie das klang, war das sein. Hauptsache, er tut irgendwas gegen das, damit er abgelenkt ist und damit er mehr Zeit für uns hat, also der Magier. Wir haben den Raum mit den Säulen zum Einsturz gebracht. Das hatte keinen Effekt, oder? Keinen, den wir gespürt haben. Wir wissen es nicht, ob es einen Effekt hatte. Genau. Vielleicht, wenn wir davon ausgehen, dass dieses Ding, dass wir in diesem Ding sind, dann vielleicht hat es Kontrolle darüber, wo wir hingehen, solange wir es nicht reizen, solange wir es nicht provozieren. Vielleicht meinte der Magier das damit. Elena und Osko deutet auf die Wand. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir genau das tun. Die Wände entlang gehen, tief in sein Fleisch schneiden und ihn dadurch zum Handeln zu bewegen. Ich schaue den die anderen an. Jan trägt, zieht sein Schwert.
Vielleicht ist es das. Ich... Er geht auf die andere Seite, die Wand, an der Jelena nicht steht, und hält ebenfalls sein Schwert dort ans Fleisch. Sticht noch nicht zu. Schaut sie an. Ascanio zieht sein Schwert und stellt sich breitbeinig hin, um sein Schwert in den Boden zu rammen. Dann. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Leandrik sticht zu. Ich stich auch. Elena sticht zu. Und zieht die Klinge ein Stück weit durch das steinerne Fleisch. Osko beobachtet die Wände, ob sich irgendwas regt. Mora wartet auch eher ab und beobachtet die anderen. Ohne Probleme dringen die scharfen Klingen in das pflanzliche Mauerwerk ein. Aber sonst passiert nichts. Verdammt. Erdrick beißt die Zähne zusammen und zieht die Waffe weiter die Wand entlang und läuft langsam vorwärts. Gute Idee. Das. Die scharfe Klinge schneidet durch das Pflanzenwerk hindurch, hinterlässt einen großen Riss in der Wand. Und Osko und Mora, die sich am einzige nicht an dem Schneiden beteiligen, sehen, wie aus der Decke kleine Ranken wachsen mit scharfen Dornen. Jandrek, pass auf. Was? Mora zieht in dem Moment ihren Dolch und nickt auf die Decke. Schaut nach oben. Die Ranken seht. Aber das heißt, es spürt etwas. Und er zieht die Waffe noch tiefer in die Wand hinein. Ja, es reagiert auf jeden Fall. Ascanio rennt Jandrik hinterher und stößt diesmal das Schwert nicht in den Boden, sondern in die Decke hinein, genau dort, wo die Ranken wachsen. Lass uns weitergehen. Den Gang vielleicht doch nochmal geradeaus. Zieh dich besser weiter. Gut. Tiefer hinein. In diesem Moment passiert weiter nichts. Die Ranken wachsen oben aus der Decke, aber nur langsam. Und ihr hinterlasst eine Spur von abgeschnittenem Pflanzenwerk, so tief eure Klingen halt in die Wand eindringen können. Aber die Wand scheint sehr dick zu sein. Und so dick, dass sich eure Klingen nicht komplett da durchbewegen können. Ich weiß auch nicht genau, was ihr erwartet habt, aber zumindest scheint es Schaden anzurichten. Aber es blutet nicht oder sonst irgendetwas. Und ihr macht das eine ganze Weile, geht den mittleren Gang entlang nach vorne und kommt in einer merkwürdig verwinkelten Raum mit mehreren Treppen nach oben und nach unten. Alles mit dem merkwürdig grünen pflanzlichen Moos überzogen. Und Jandrik, der hervorgegangen ist, glaubt erstmal seinem Blick, denn der Laternenschein ihm offenbart erstmal ein paar Sekunden nicht, denn die Konstruktion dieser Treppen ist merkwürdig. Diese Treppe geht nach unten und ist dann verwinkelt nach rechts und geht dann wieder nach oben, und es ist ein völlig irreales Treppenkonstrukt. Man weiß nicht, ob es nach oben oder nach unten führt. Wie ist das möglich? Das darf nicht so existieren. Das kann so gar nicht existieren. Er schüttelt den Kopf, schaut zu den anderen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Was? Alter Mann, was ist das? Ein Zauber? Eine Sinnestäuschung, würde ich vermuten. Wo? Es versucht, uns zu verwirren. Aus dem von Jandrik aufgeschnittenen Teil der Wand schält sich nun wieder das Gesicht des Magiers aus der Wand. Als würde er sich durch den Schnitt durchbewegen. Seine Augen funkeln. Blickt Jandrik direkt an. Er schaut ihn auch an. Die Waffe auf ihn gerichtet. Was ist das für eine Hexerei?
Dämon. Wo müssen wir hin? Es ist ein guter Anfang. Ein guter Anfang für was? Für die Ablenkung. Wo müssen wir hin, um am meisten Schaden zu verursachen? Ihr müsst den Daimonoiden zerstören. Oder bannen. Und wo ist der? Im Zentrum. Das hilft uns nicht weiter. Wo ist das Zentrum? Es ist dort, wo der Daimonoid sich befindet und er bewegt sich. Diese Treppe, sie führt ins Nirgendwo. Wie soll es weitergehen? Hindurchschneiden? Im Grunde ja. Ich schätze, wenn wir weiter schneiden. Kommt er zu uns? Ziehen wir ihn zu uns. Wir bewegen uns dann quasi aufeinander zu, statt dass wir ihn vor uns hertreiben. Er kommt dann an uns näher heran. So wie das jetzt klingt. Der Daimonoid bezieht seine Kraft aus einem Kraftreservoir. So viel habe ich herausgefunden. Ich kann es nicht stören. Aber er ist dadurch sehr mächtig und unabhängig geworden. Das hatten wir in unserem Ritual nicht eingerechnet. Dieses Kraftreservoir. Das? Kann man das zerstören? Oder von ihm abschneiden? Ich wüsste nicht, wie. Es gehört zum Sein selbst. Blickt an Jandrik vorbei auf Astanio. Sagt dir die Theorie der Kraftlinien etwas? Nein. Magische Linien durchziehen Leere. Magische Orte werden verbunden durch Linien. Dieser Ort liegt auf einer solchen Linie. Und der Daimonoid zieht die Kraft ab. Das heißt, als Maras Fluch Dere getroffen hat, ist hier eine dieser Linien gezogen worden. Vermutlich. Mastanio reibt sich die Augen. Ich kann euch nicht viel dazu sagen, aber ich kenne jemanden, der euch mehr verraten kann. Er wird hier gefangen gehalten. Folgt der Treppe ins Nichts. Welcher Treppe? Von den Hunderten? Es ist nur eine. Nutzt ja nichts. Jandrik dreht sich um in Richtung Treppe und dann läuft er einfach los. Gut. Asko stimmt hinterher. Ja, Mora auch. Elena macht den Abschluss. Gehst du vor, Astanio? Mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, aber lass uns gehen. Mir auch nicht. Über dieses... tatsächlich eine Kraftlinie gibt. Vielleicht kannst du sie auch nutzen. Über dieses unwirkliche Treppenwirrwarr gelangt ihr an eine andere Ebene. Was vermutet ihr zumindest? Wer kann das schon bei diesen Treppen sagen, wo ihr nicht genau wisst, ob sie nach oben oder nach unten führen. Aber bald steht ihr wieder in einem normalen Gang. Was normal hier bedeutet zumindest. Ihr macht immer noch eure schneidenden Bewegungen, versucht in die Wände zu schneiden, doch je weiter ihr vordringt in diesem Gang, desto steiniger wird es. Weniger Pflanzen sind zu sehen. Laufen wir jetzt etwa zurück, oder was? Und dann hört ihr einen abgehackten Schrei, ein tiefes Grollen von vor euch. Psst. Es ist halt langsamer vorgehen. Ja. Langsam. Dann eine Art Summen. Es wären ganz viele Insekten um euch herum schwirren.
Was ist das? Und aus diesem Summen heraus vermeint ihr, eine Stimme zu hören. Wer ist da? Es würden 1000 Insekten mit ihrem Zirpen und Summen eine Stimme bilden. Beantworte uns doch das erstmal selber. Wer ist da? Da ist jemand. Ja, kommt, helft mir. Wer bist du? Mein Name ist Dornenblatt. Ich kenne kein Dornenblatt. Was machst du hier, so tief in diesem verfluchten Wall? Sie hat mich ausgeschickt. Sie? Ja. Wer sind Sie? Sie. Das wird sonst noch nichts. Wo bist du genau? Den Gang entlang? Folgt meiner Stimme. Ja, Dreck läuft wieder los. Nicht weit kommt ihr in einen großen Raum und es bietet euch sich ein merkwürdiger Anblick. In der Mitte des Raumes scheint eine Art Baum zu stehen. Nein, richtig stehen tut er nicht. Er ist mit diesen merkwürdigen Dornenranken, die ihr schon öfters gesehen habt, in der Mitte des Raums festgekettet. Von allen Seiten aus sind dicke, mit schweren, schon scharfen Dornen bewehrte Ranken um diesen Baum herum gewickelt. Und der Baum scheint sich zu bewegen. Und da ist ein Gesicht im Baumstamm, das euch anblickt mit hellen, schimmernden Augen. Das wird immer verrückter. Was ist das für ein Wesen? Seid ihr Dornenblatt? Ja, Dornenblatt. Das bin ich. Wie bist du hier hingekommen? Durch den Boden. Blick zu Oskar. Oskar schüttelt den Kopf. Wie kann das sein, Dornenblatt? Durch den Boden? Ich weiß nicht, wie eure Art reist, aber das ist meine Art zu reisen. Durch den Boden. Ja. Ja, tritt langsam näher, die Waffe gezückt, die Augen auf diese Dornen, die das Wesen umklammern, gerichtet. Das Wesen versucht, sich zu euch herumzudrehen, aber die Dornen ziehen sofort an ihm. Sobald es sich bewegt und es gibt ein lautes Knacken im Geäst dieses Baumwesens und es jault auf. Nein. Beweg dich nicht. Wir kommen zu dir, Dornblatt. Wir sind hier, um diesen Fluch zu beenden. Wir müssen in das Zentrum dieses Walds. Könntest du uns dabei helfen? Ich muss das vernichten, was die Kraft abzieht. Was der Humusmutter die Kraft nimmt. Dafür sind wir hier. Die Mutter, sie verliert zu viel Kraft. Wenn Jantrik am Stamm oder an dem, was auch immer es ist, genau angekommen ist, versucht er, das Schwert zwischen die Dornen und den Körper des Geschöpfes zu schieben. Und sofort ziehen sich diese Dornen näher und es jault wieder auf. Er schneidet es durch. So weh. Mit einem mächtigen Hieb durchtrennt Jandriks scharfe Klinge einen Teil des dicken Dornenranken-Geästs. Helft mir! Und so, ja.
Und sofort sehen die anderen, wie an der Decke wieder neue, kleinere Pflänzchen entstehen und sich nach Urzurich herunter. Vielleicht sind wir schnell genug. Ja, wir müssen die Dorn auf einmal abtrennen. Umrundet ihn. Genau. Ja. Und Melina zieht ihr Beil und holt aus. Und auch Osrud zieht seine kleine Sichel. Andere Position und zieht ihren Säbelschild vor und fängt an, auch auf die Dornen einzuschlagen. Mit geeinten Kräften schlagt ihr auf die Ranken ein und von oben schaffen es die Dornen nicht schnell genug nackt zu wachsen, um das Wesen wieder festzuhalten ist. Nachdem ihr den ersten Rang, die erste Ranke gekappt habt, bewegt es sich dann tatsächlich, weil es etwas Freiheit bekommen hat. Und man sieht, wie dieser Baum sein Wurzelwerk, das jetzt in der Luft schwebt, und versucht, ihn auf den Boden zu richten. Aber es schafft es noch nicht ganz. Und dann durchtrennt das nächste Schwert von euch die zweite Ranke. Und dann ist das Wesen mit dem Boden verbunden. Bäumt sich einmal auf und lässt einen markerschütternden, summenden Schrei los. Und reißt die zwei restlichen Ranken, die es festhalten, mit einem großen Ruck aus der Decke. Man hört ein lautes Flatschen. Und die Ranken aus der Decke wachsen schneller und schneller und schneller und schießen auf das Wesen zu, das sich versucht, mit seinen Ästen zu wehren. Es hat ein bisschen was von diesem gefräßigen Baum, den ihr kennt. Aber es scheint irgendwie netter zu sein. Das ist auch der Grund, warum Jandrik so am Anfang so vorsichtig war. Aber wenn jetzt diese Ranken wieder kommen, schlägt er mit aller Wucht gegen sie, um zu verhindern, dass das Geschöpf wieder gefangen wird. Auch Roscoe erhebt seine Sichel und schlägt nach den Stauden, nach den Strängen, die sich auf den Baum zu bewegen, trennt sie immer mit einem kurzen Hieb ab. Astanio klettert auf den Baum, um besser gegen die Ranken kämpfen zu können, und steht auf einem seiner Äste. So kämpft ihr gegen die einzelnen anschießenden Ranken, schafft es sie abzuwehren, dem Wesen genug Zeit zu geben, sich zu sammeln und Kraft zu schöpfen. Es bäumt sich noch einmal mit Astanio in seiner Baumkrone auf und schießt dann mit einem gewaltigen Ruck nach vorne, krümmt sich zusammen und seine Äste des oberen Teils dieses Baumwesens berühren die Wände. Und als wäre es Säure, verzieht sich das merkwürdige, schleimige, moosige Farn, was über die Wände wächst. Vorsicht, doch nicht so schnell, ich fall noch runter! Es gibt blankes Mauerwerk frei, was darunter zu Vorschein kommt. Und als wäre irgendetwas gebannt worden in diesem Augenblick. Stanio merkt es in der Baumkrone sitzend und sich um einen Ast klammernd, aber dank seiner magischen Begabung auch am ehesten irgendetwas Magisches ist hier gerade passiert. Und so steht ihr dann auf einem steinernen Boden mit diesem merkwürdigen Baumwesen in der Mitte, sich nun wieder aufrichtet und gerade stellt. Und ihr hört ein summendes: Das wurde aber auch Zeit. Sehr gut, Dornblatt. Astanio springt von der Baumkrone runter. Danke sehr, kleine Helfer. Wie lange warst du hier? Zeit ist schwierig zu beschreiben für mich. Wie zählt ihr Zeit? Jahre, Monate, Wochen, Stunden? In Mondläufen. Vielleicht hilft dir das. Mondläufe, ja. Es sind mindestens... Er grollt ein bisschen mit den Augen. 100 Mondläufe. Hundert? Ja.
100 Mondläufe müsste es her sein, seit die Humusmutter mich aussandte, um sie zu retten. Es ist eine verdammt lange Zeit. Sie kann nicht wirklich gedeihen, wenn dieses Wesen hier die Kraft nimmt. Irgendwann wird das Land selbst sterben, wenn sie keine Kraft mehr bekommen kann. Und irgendwie wird es gieriger und gieriger und zieht immer mehr. Und darum sind wir auch hier. Wir wollen das beenden. Deswegen brauchen wir auch deine Hilfe, Dornblatt. Es hat mich mit Leichtigkeit gefangen genommen. Ja. Wie können wir es schwächen? Es ist nur ein Wesen. Zwar nicht von hier, sondern von dort. Aber es ist ein Wesen, was man besiegen kann. Wir haben in seine Haut gestochen, aber es hat nur wenig genutzt. Es regeneriert sich mit der Kraft der Humusmutter. Solange es mit der Quelle verbunden ist, wird es sich immer wieder regenerieren. Es wird vielleicht Zeit dauern, aber es wird ewig leben, solange das einzelne kleine Wesen in der Mitte des Walls immer lebt. Wir müssen das Zentrum zerstören. Wo ist das Zentrum? Ich denke, ihr seid auf dem richtigen Weg. Zumindest war ich auf diesem Weg hier. Dort lang? Dann nur weiter. Dort drüben durch den Durchbruch, den ich geschlagen habe. Und ihr seht halt ein Loch in der Wand. Was müssen wir dann genau tun, wenn wir da sind? Vermögt ihr es, einen Dämonen zu bannen? Blick zu Astanio und zu Osko. Ich weiß nicht. Ich hab das noch nie. Kannst du es oder kannst du es nicht? Ich kann's. Nein. Doch, ich hab... Gebt mir einen Moment. Und Osko greift an seine Seite, holt das zerschundene Buch hervor. Ich hab mir die Stelle durchgelesen. Ich muss mich darauf vorbereiten. Aber theoretisch und praktisch weiß ich, wie es geht. Ich hab's nur noch nie getan. Das muss genügen. Das muss genügen. Dieser Magier weiß es doch auch, oder? Dieser. Unser Magier hat in letzter Zeit so viel gezaubert, dass er gleich umkippt. Nein, nein, ich meine nicht dich, ich meine den anderen, aber vielleicht kannst du dich ja auch irgendwie aufladen an der Quelle. Ich habe da keine Ahnung von. Meinst du nicht? Elena, nein. Wir verschwenden Zeit. Dann lass uns gehen und wir schauen, wie weit wir kommen. Ich kann euch ein Stückchen begleiten, aber der Dämonoid pervertiert die Erdkraft so sehr, dass ich wohl wie ein Leuchtfeuer für ihn wirke. Vielleicht bin ich euch da keine große Hilfe. Kannst du ihn ablenken von uns bis zu dem Zeitpunkt, wo wir bei ihm sind? Ja, ich denke, das kann ich tun. Dann tu das. Das ist eine gute Idee. Wenn ihr ihn zerstört habt, dann schulde ich euch einen großen Gefallen. Dann schuldet Al-Zul euch einen großen Gefallen. Mora blickt fragend in die Runde. Ob irgendwer denn. Keine Ahnung, wer das ist. Geht. Mora setzt sich wieder in Bewegung. Ja, Elena auch. Ja, Dreck folgt. Danke dir. Und hinter euch hört ihr, wie das Wesen gegen die Wände schlägt mit seinen Ästen. Und dann hört ihr einen summenden: Komm her!
Wenn du dich traust, ich bin wieder frei. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt, murmelt Astanio vor sich hin. Die Gänge hinter diesem durchbrochenen Wand führen euch noch eine ganze Zeit lang wieder kreuz und quer durch das Innerste des Walls. Immer wieder kommt ihr auch an normalen steinigen Passagen vorbei, die weniger bewachsen sind. Und just in einem dieser Gänge, die kaum bewachsen sind, der macht einen Knick nach rechts. Man kann nicht sehen, wohin er genau führt. Der Schein eurer Laternen und Fackeln reicht ja nur bis zur Wand, die hier nur ganz spärlich bewachsen ist. Aber gab es keine großen Abzweigungen, die ihr hättet falsch laufen können. Von daher muss es richtig sein, wo ihr hinlauft, wenn Dornenblatt recht hatte. Dreht euch noch einmal kurz herum, schaut zurück, nicht genau wissend, wer wirklich in die richtige Richtung lauft, und da wird euch gewahr, dass ihr den Laternen- und Fackelschein in die andere Richtung haltet, dass ein kleines Licht von dem Gang herauskommt. Ein ganz merkwürdiges, kaltes, helles Licht. Was so anders ist als das der Fackeln. Siehst du was, Mora? Ich bin mir nicht sicher, dieses Glimmen. Nehmt ihr es auch wahr? Und sie geht langsam weiter. Mora vernimmt dann einen. Sie sich anstrengt und ihre Sinne schärft, dass du drei tiefe Stimmen von hinter der Ecke des Ganges. Psst, psst, leise, da kommt jemand. Psst, los, nimm die Axt. Ja. Und auch Mora. Wir machen dieser Zombies einen Kopf kürzer. Und dann nur eine etwas höhere, aber immer noch relativ tiefe Stimme. Jetzt seid doch mal. Wir können doch eh nichts machen. Gib Ruhe, wenn das wieder einer von diesen Zombies ist, dann kriegt der es mit mir zu tun. Mora nimmt das Beil höher und blickt fragend ihre Gefährten an, ob sie die Stimme auch hören. Ich würde jetzt Lena einfach nickt von hinten. Kommt sich lieber vorbei, wieder zurück zum Feuer. Ich habe hier einen frischen. Du hast immer nur deinen blöden Tee. Jetzt bleib Ruhe. Wir müssen halt. Wenn sie uns hören, dann ist die Überraschung nicht so gut. Langsam geht sie weiter. Wer da? Psst, psst, psst. Auf einmal verstimmen die Stimmen. Wir hören euch seit ungefähr ein, was weiß ich, wie lange. Wer seid ihr? Die haben uns gehört. Seit wann können Zombies sprechen? Wir sind keine Zombies. In unseren Adern fließt noch warmes Blut. Wer da? Die Frage habe ich zuerst gestellt. Aber meine ist wichtiger. Wo habt ihr euch versteckt? Ich bin Jandrek Eichblatt. Ein Diener Borons. Boron. Guter Trick, oder? Sollen wir gucken gehen? Ich gehe mal gucken. Nein, ich gehe gucken. Nein, lass mich vorgehen. Leute, ihr könnt eh nicht bis über die Schwelle treten. Oh, nicht schon wieder. Mora geht einfach weiter, ein wenig schmunzelnd, aber immer noch vorsichtig. Wenn du eine der Gestalten erblickt. Wenn du um die Ecke herum lugst, siehst du in einen relativ geräumigen Raum mit einer großen Säule, die mit einer eigenartigen, also die eigentlich in der Mitte gebrochen ist, aber abgestützt wird mit hölzernen so Pfählen. Unter dieser Säule sind große Fässer gestapelt. Die
nun nicht mehr sonderlich gut in Schuss aussehen. Irgendwann, da hat der Grünspan sich schon auf die metallenen Teile der Fässer gelegt. Und auch das Holz sieht schon reichlich alt aus. Hm. Neben den Fässern siehst du in blauem, durchsichtigen Schimmer ein Feuer, über das ebenfalls durchsichtig schimmernd ein Gestell mit einem Kessel drüber aufgehängt ist. Und neben dem Kessel sitzt eine durchsichtige Gestalt, die dir nur bis zur Hüfte reicht, mit einem langen Bart im Schneidersitz vor dem und dreht sich eine Zigarette. Wer seid ihr? Ah, ihr. Ich bin Ingrasch Apfelwiese. Die anderen kommen auch gleich wieder, aber die wollten euch entgegenlaufen, das können sie aber nicht. Sie und Mora blickt sich irritiert zu ihren Gefährten um. Uns ist niemand entgegengekommen. Ja, sie können ja auch nicht. Wartet, sie kommen gleich da wieder. Zeigt wieder auf die andere Seite des Raums, wo Mora jetzt ein großes Loch in der Wand wahrnimmt. Neben dem Loch stehen einige Spitzhacken. Verstehe ich, was das ist, was sie sind? Es sind Geister. Also momentan seht ihr nur einen Geist, ja. Und das ist offensichtlich, ja. Mhm. Also man sieht ja schon Zwerge ziemlich selten, aber auch noch tote Zwerge? Aus diesem Durchbruch mit den Spitzhacken kommen nun drei weitere Zwerge, die etwas besser gerüstet sind, mit einer prächtigen zwergischen Rüstung ausgestattet, in großem ausgeschlagenen Helm mit Kerzen auf oben drauf und Spitzhacken und einer hat eine Spitzhacke, einer hat einen Hammer und einer hat eine große Axt, die er schwingt. Laufen sie halt gerade in den Raum ein. Ich krieg dich! Und der an dem Feuer sitzt, sagt, seht ihr, ich hab's euch doch gesagt. Mora guckt sich verwundert diese Truppe an Geisterzwergen an. Ja. Ingrasch Apfelwiese. Und sie zückt ihren Hut. Mora Wallrand. Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Das da sind Zebrosch, Sohn des Xongrim, Kugrax, Sohn des Kedosch und Udrasch, Sohn von Kudarisch. Wir sind Sapeure. Ja. Vom kaiserlichen Heer. Oh. Und ihr seid hier in diesen Wall geraten? Geraten? Wir haben uns durchgegraben. Und dann seid ihr gestorben. Jelena? Ja, ich denke, das ist das, was mit uns passiert ist, ja. Aber ich schätze mal, dass Sapeure sind die, die sprengen. Und dass das da, was um diese nette Säule steht, alles Sprengstoff ist. Die Frage ist, wie funktionell ist der noch nach 16 Jahren? Es gibt in Aventurien keinen Sprengstoff. Oder so irgendwas, okay, Sprengstoff, irgendwas, was Dinger in die Luft. Das ist Helaila Feuer. Ja, dann ist es dieses Helaila Feuer. Ja. Feuert das noch, dieses Helaila Feuer? Natürlich, es ist zwergisches Helaila Feuer. Du weißt ganz genau, dass es schon eine ganze Weile ist, dass es hier ist. Ja, aber es wird trotzdem noch funktionieren. Und dann siehst du, wie der Geist so zwei Feuersteine und Stahl aufeinander schlägt. Ich zeig's euch. Kleine Funken. Danke, ich glaube. Kleine geisterhafte Funken stieben nach. Demonstration. Nimm doch einfach deine Kerze. Gute Idee. Hält die Kerze nach unten. Aber ist halt nur eine geisterhafte Kerze. Geht nicht mehr. Es tut mir leid, Leute. Auch wenn es zwergisches Machrad ist, ist es. Wahrscheinlich haben die menschlichen Alchemisten, die es gemacht haben, also geholfen haben, es zu machen, einen Fehler gemacht. Wo
Nur mal so rein aus Interesse an der Sache. Wo müsste man es anstecken, dass es nicht sofort alles sich in Brand setzt, sondern wir ganz hypothetisch gesprochen noch Zeit hätten, um da lang zu rennen? Ihr wollt durch den Gang noch wieder nach draußen oder wo wollt ihr hin? Nein, wir wollen tiefer hinein. Ach, nach da hinten? Ja, da sind die Zombies. Kann man die herlocken? Stimmt. Wer sollte denn sowas wollen? Ihr wollt doch die Zombies köpfen, oder nicht? Ja, wenn sie hierher kommen. Ja. Einer muss sie ja schließlich holen kommen. Wo entzündet man dieses Feuer? Da? Ja, in der Lunte am Fass. Oh. Klickt zu Astanio. Ja, so viel Zauberkraft habe ich noch. Aber passt auf, das kann man nicht mehr löschen, wenn es einmal an ist, ne? Ich glaube, da ist gar keine Zauberkraft nötig. Ich meine, eine Fackel reicht ja schließlich auch. Und sie hebt so ihre Lampe. Aber wir sollten nur dann schon auf der anderen Seite des Raumes sein, wenn wir weitergehen können, so ähnlich wie vorhin. Also wenn ihr nicht so landen wollt wie wir, also... Wir warten da in der Ecke, locken die Biester an, entzünden das Ding und rennen dann da lang. Plan? Du hast gesehen, wie kurz, wie lang die Lunte ist. Wir rennen schnell. Die waren nicht sonderlich lang, ja. Die waren nicht sonderlich lang. Also ich bin dafür, dass wir... Meine Klinge ist noch scharf. Also, und so viele Zombies können das nicht sein. Sehe ich noch irgendwo Steine herumliegen? Ja, überall. Dann würde Astralnus sich einen dieser Steine nehmen. Osko! Meintest du nicht letztens, was heißt letztens eigentlich noch gestern, dass du noch Alkohol in deiner Tasche hast? Habe ich, ja. Her damit. Was hast du vor? Klar, hier bitte. Was hast du vor, Mara, ist eher meine Frage. Ist das Schnaps? Dass die das auch noch im Tode riechen können. Und Astralion nimmt sind Zwerge. Und Astanio reißt sich etwas von seiner Robe herunter, wickelt den Stein mit diesem Stück. Was machst du? Mit diesem Stück Stoff ein. Ja, das interessiert mich auch. Was machst du da? Und kippt den Alkohol. Nein, nicht über den ausschütten! Stein. Nicht alles, ich brauch gleich noch was. Ja, ist ja gut, nur so viel. Mora, deine. Was sind das denn für Unmenschen? Du hast doch bestimmt noch deine Schleuder parat, richtig? Ah, jetzt verstehe ich. Natürlich. Einer der Zwerge steht jetzt neben Astanio und versucht mir die ganze Zeit die Flasche aus der Hand zu holen, aber es geht halt immer durch die Flasche durch. Gib her, Mann, nicht ausschütten. Oh, Zwerge. Ah, Menschen, gib diese blöde Flasche her, sonst kriegst du es mit meiner Axt. Soll ich dich irgendwo wegbannen? Oder? Ich meine, diese Flasche Alkohol gegen diesen ganzen Sprengstoff. Was für Sprengstoff? Was? Sprengen? Was ist das? Dieses Feuer. Feuer, ja. Feuer in Fässern. Alkohol gegen Fässer. Ja. Ich meine, ein besseres Angebot habt ihr bestimmt seit Jahren nicht mehr erhalten. Aber die Fässer brauchen wir noch für unsere Aufgabe. Wir wollen ja den Wald zerstören. Ja, genau, das haben wir auch vor. Wir sind auf der gleichen Seite irgendwie. Interessant, meint der Zwerg, der an dem Feuer sitzt. Der rappelt sich jetzt ein bisschen auf und zieht einmal an seiner geisterhaften Zigarette. Wir haben ein gemeinsames Ziel, also. Leute, kommt mal her. Dann bilden sie so einen zwergischen Ring und stecken so die Köpfe zusammen. Hin und wieder guckt einer der Zwerge aus diesem Ring heraus. Währenddessen gibt Astanio Mora den Stein in die Hand. Und sie legt ihn schon mal in die Lasche ihrer Schleuder. Aber lange her, dass ich mal Zwerge gesehen habe. Ja, wäre es lieber, wenn ich sie länger nicht gesehen hätte, wenn ich ehrlich sein soll. Und auch noch Zwerge. Und auch noch tote Zwerge. Ich krieg zu viel hier. Aber sie sind ulkig.
So. Zwerge sind auch gute Kämpfer. Also, nicht zu unterschätzen. Wenn sie tot sind. Sie lösen ihre Besprechung auf, treten vor euch, verschränken die Arme. Und der etwas kleinere Zwerg, etwas dünnere und nicht gerüstete, der eben noch am Feuer saß, tritt vor. Also, wir haben uns beraten. Und ich kenne mich ja mit diesem ganzen Zeug hier nicht aus. Also mit dem, was wir sind und so. Ihr wahrscheinlich schon, oder? Naja, auch nicht so recht, denke ich. Warum? Du hast da eben, irgendjemand von euch hat irgendwas von Boron gesagt. Jandrik nickt. Warum sind wir noch hier? Der Boron ist doch dafür da, dass ihr... Ich kann nur raten. Ich schätze, ihr habt noch eine Aufgabe zu erledigen. Ja, und wie sollen wir das denn bitte machen, wenn wir tot sind? Indem ihr uns helft. Tritt an dich heran und greift so die ganze Zeit durch dich durch. Wie bei Angrosch Sparte. Soll ich denn noch irgendetwas tun? Das ist doch ganz einfach. Ihr seid hier, um den Wald zu zerstören. Was weiß ich, wie lange. Richtig. Und jetzt hat Boron uns geschickt, um für euch diese Aufgabe zu Ende zu führen. Aber wir wissen nicht, wie dieses Feuer genau funktioniert, welche Wirkung es hat. Dafür brauchen wir eure Hilfe. Naja, es ist entfacht und ist dann nicht mehr zu löschen. Also nicht mehr, also ganz schwer. Wir müssen dort lang, durch diesen Gang. Ihr sagt, dort sind Zombies. Wie viele? Weiß nicht, es kommen immer wieder welche von dort. Wir können diesen Raum hier ja nicht verlassen. Das heißt, wir wissen auch nicht genau, was da ist. Unser Plan ist, so viel Schaden wie möglich anzurichten am Wall hier und dann weiterzugehen, um zu sehen, was dort hinten ist. Denn uns sagte man, dort hinten sei eine Möglichkeit, den Wall stark zu schwächen. Also vor 16 Jahren waren da die Wartekammern für die Truppen. Und einige tragende Säulen, die haben wir aber alle sabotiert, so wie die hier, zeigt auf die Säule. Das sind auch Fässer? Nein, aber es reicht ja, wenn man diese Holzpfosten wegmacht. Dann stürzen die Säulen zusammen. Wenn wir die Fässer hier entflammen, würden sie dann hier den größtmöglichen Schaden machen oder gibt es einen Ort, wo sie größeren Schaden machen würden? So hier, das ist die Aufgabe. Immer Schaden, wo sie entzündet werden. Also ist das egal? Wir können sie hier entzünden und alles ist gut? Und eure Aufgabe ist erfüllt? Oder wo wolltet ihr sie entzünden? Ja, wir wollten sie eigentlich verteilen auf verschiedene Städte. Hat ja nicht geklappt. Wir haben uns ja quasi irgendwo dahin. Mora schaut sich nochmal. Selbst angezündet. Die anderen drei wollen es nicht wahrhaben, aber okay, ich war es. Meine Zigarette ist mir aus dem Mund gefallen. Eieieiei. Das wird man dir ewig nachhalten. Ja, ich schätze schon. Und ewig ist wortwörtlich zu nehmen. Ja. Aber das musst du uns nicht sagen. Zu jedem Jahrestag müssen wir das Ganze wieder durchleben und verbrennen einmal. Aber das glaube ich nicht, dass ihr das ewig müsst. Ich glaube, wenn ihr eure Aufgabe erfüllt, dann könnt ihr gehen. Wir helfen euch. Sie können gehen, wenn das Land hier nicht mehr verflucht ist. Das haben wir eben auch besprochen. Ich denke, wenn ihr das Ganze hier zum Einsturz bringt und dann macht ihr das, was uns verwehrt wurde. Wir haben damals diesen Dämon gesehen, der jetzt hier alles durchzogen hat. Vermutlich hat er mit seinen Baugolems, also der hat so Golems, wisst ihr, was Golems sind? Schon mal gehört, ja. Das sind so merkwürdige Wesen, die können einfache Befehle ausführen. Auf magische Art und Weise. Und die bauen hier einmal alles wieder auf, wenn irgendwas kaputt gemacht wurde. Also, wenn ihr jetzt hier das Ding abfackelt und alles hier, all diesen Raum hier zerstört, dann würde es wohl eine Weile dauern, aber die Baugolems werden es wieder aufbauen. Das heißt, ihr müsstet wahrscheinlich eher das anzünden, was diese Dinger kommandiert.
Also nehmen wir am besten die Fässer mit. Das wäre jetzt mein Plan gewesen. Aber Vorsicht, raucht irgendjemand von euch? Nein. Selten. Nein, aber wir haben, die Fässer sehen sehr marode aus und wir haben Fackeln dabei. Die solltet ihr vielleicht ausmachen. Ja, und hier im Dunkeln durchtappern. Grandiose Idee. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass es einfach ist. Es reicht uns eine Fackel. Einer geht vor mit der Fackel. Die anderen tragen die Fässer. Wie viele Fässer sind das eigentlich? Also, da ist nur ein Fass, was noch wirklich in Ordnung ist. Nehmen wir dieses mit. Und die anderen zünden wir hier an. Was mich jetzt gerade noch ein bisschen irritiert ist, dass wir offensichtlich Zombies auf der anderen Seite haben. Wie wollen wir dieses Fass, das, wie Elena schon gesagt hat, ziemlich marode aussieht, Teil dahin bringen? Wenn es Osko trägt, gehen ich und Jandrik vor und prügeln uns durch die Zombies, oder du und ich gehen vor. Und einer hält die Fackel. Wir sind doch hierher gekommen, um zu kämpfen, oder nicht? Seid ihr auch vom Kaiserlichen her? Nicht wirklich. Was aber wir sind hier, um zu helfen. Ist das ein Plan, Jelena? Ja, ich finde schon. Okay. Dann machen wir es so. Gut, ja. Ich nehme die Fackel. Ich das Fass. Ich trete vor. Gut. Angrosch, Segen mit euch. Wenn ihr erfolgreich seid, dann... Vielen Dank. Ich würde euch ja gerne begleiten oder euch meine Gefährten mitschicken, aber wie gesagt, wenn wir diesen Raum verlassen, kommen wir da wieder. Mhm. Aber vielleicht könnt ihr, vielleicht wenn ihr fliehen wollt nachher oder so, da geht's nach draußen. Naja. Wenn wir den Raum hier zum Einsturz bringen, nicht mehr. Ja, das ist richtig. Müssen wir das überhaupt? Die Fässer sind doch kaputt, oder nicht? Es ist wahrscheinlich, ja, wir können, aber dann ist der, wir sollen Schaden anrichten. Es ist jetzt eine sehr gute Möglichkeit, Schaden anzurichten, ohne dass Astanio sich weiter verausgaben muss. Der Stein ist geladen, muss nur angezündet werden und draufgeschleudert werden. Wir wollen in die Richtung doch eh nicht mehr zurück, oder? Richtig. Als wir hier reingegangen sind, haben wir gesagt, dass wir wahrscheinlich eh nicht zurückkommen. Dementsprechend. Bora? Dann machen wir das. Nehmt das Fass mit. Machen wir. Ja. Viel Glück. Dann nehmt das Fass. Und Vorsicht vor den Zombies. Ich werde das Fass nehmen. Gut. Geht etwas vor. Drei. Ja, ist in der Tat sehr schwer, Osko. Ja. So ist Mora sichtlich angestrengt, aber schleppt das Fass Schritt für Schritt nach vorne. Vielleicht ein kleines Lächeln auf dem Gesicht ob der etwas ulkigen Zwerge. Verlasst ihr den Zwergenraum. Geht wieder in die Dunkelheit der Gänge zurück. Irgendwann tritt... Ja, Mora bleibt im Türrahmen stehen, wartet bis alle den Raum verlassen haben und blickt dann nochmal in ihre Schleuder auf den Stein, der umwickelt ist mit dem alkoholgetränkten Tuch und entzündet ihn. Legt ihn in die Schleuder, spannt diese und feuert diesen kleinen Feuerball in die Dunkelheit zurück. Ja, dann wird hinter euch ein Feuersbrunst entstehen. Und dann läuft sie nach vorne zur Gruppe. Feuer brennt heiß und ihr merkt deutlich die Hitze in eurem Rücken, aber je weiter ihr lauft durch den Gang vor euch, desto eher kommt das Feuer außer Sicht irgendwann durch die verschiedenen Irrungen und Wirrungen der Gänge. Ein paar Minuten später erreicht ihr eine große Halle, eine langgezogene Halle
mit etlichen Öffnungen nach rechts und nach links. Hoch geht sie nach oben, von dicken Säulen getragen. Und wie die Zwerge es prophezeit haben, sind sie alle irgendwo gebrochen, aber mit so kleinen Holzstützen abgestützt. Der einzige Unterschied zu dem Raum der Zwerge ist, dass diese Holzstützen und die Säulen mittlerweile mit Ranken durchzogen sind. Eine große, merkwürdig steinernen aussehende Figur läuft durch diese Säulenhalle hindurch. Und ihr seht gerade, wie sie mit der einen Hand die Säule abstützt, mit der anderen Hand die hölzerne Verfestigung herauszieht und ganz langsam sich aus zwischen einer dritten Hand, die ihr aus dem Bauch heraus wächst, nach oben greift, sich in der Hand einen Stein formt, der genau die Form hat der Säule und quasi dann mit der Säule verschmilzt. Ganz langsam. Rechts und links etliche Durchgänge. Bestimmt 2 Dutzend. Aber der Inhalt dieser Räume, die sich dort euch entgegenstehen, sind halt im Dunkel. Und eure Fackel, die ja voranläuft, bringt nicht genug Licht, um von dem jetzigen Standort aus in die Räume hineinzuleuchten. Als diese Figur, die gerade an der Säule steht, euch bemerkt, dreht sie kurz den steinernen Kopf um und ihr seht ausdruckslose, steinerne Augen, die euch anblicken. Ein kurzes, ja, ein Erkennen oder so etwas kommt in seinen steinernen Gesichtsausdruck. Und dann scheint ihr zu schmelzen und im Boden zu versinken. Und ist nicht mehr. Das war so ein Ding, oder? So ein Golem? Glaube ja. Dann weiter. Aha. Wo lauft ihr denn hin? Es sind etliche Türen, wie gesagt, 2 Dutzend Türen, rechts und links. Also richtige Türen jetzt auch, ne? Das war das erste Mal, dass es nicht nur ein Durchgang ist. Habt ihr eine Idee? Die sehen alle gleich aus. Und Mora betrachtet sie noch eingehender. Ob es irgendein Zeichen gibt, ein besser oder schlechter oder anders. Der Golem ist im Boden versickert. Der Golem wird seinem Meister oder was immer ihm befehligt, Bericht erstatten. Davon gehe ich ganz sicher aus. Das heißt, wir müssen eine Tür finden, die weiter nach unten führt. Ich würde sagen, Abhang, Treppen. Also öffnen wir einfach jede und gucken, was dahinter ist. Ich glaube, uns bleibt nicht viel anders über, oder? Na gut. Ich habe keine bessere Idee. Vorsichtig. Eine nach der anderen. Wir wissen nicht, was uns dahinter erwartet. Aber das wird ewig dauern, oder nicht? Wir können uns das ewig hier diskutieren, oder wir können anfangen, daran zu arbeiten, dass es nicht mehr so lange dauert, Hendrik. Und Astanio macht sich daran, alle die Tür aufzumachen. Hendrik schaut ihm hinterher mit einem giftigen Gesichtsausdruck, aber sagt nichts. Astanio öffnet also die erste Tür. Quietschend öffnet sie sich und du blickst in einen leeren, großen Raum. Vielleicht 20 mal 20 Schritt. Also schon ordentlich groß. Du blickst umher, reichtest mit der Fackel herein, so weit wie der Fackelschein dich trägt. An den äußersten 4 Ecken des Raumes siehst du Ketten nach unten ragen. Du blickst nach oben und siehst, dass die gesamte Decke Holz ist. Nur 4 Auslassungen, wo die Ketten in der Decke verschwinden.
Ansonsten gibt es hier nichts zu sehen. Komplett leer, der Raum. Das heißt, der Boden hängt an Ketten? Quasi. Oder die Decke, je nachdem, wie man guckt. Hier ist nichts. Dann weiter. Jandrik öffnet die nächste Tür. Jandrik öffnet die nächste Tür. Hattest du durch die Äste auch durchgeguckt? Nee, ne? Kurz reingeschielt, ja. Also da war ja ein leerer Raum dann. Der nächste Raum, durch den Jandrik hineinschaut, ist nicht leer. Ganz und gar nicht leer. Kurz wirfst du schnell einen Blick zuerst hinein, weil du ja vorsichtig bist, und schlägst die Tür sofort wieder zu. Denn dich haben etliche Gesichter angeschaut. Halb verfault, skelettiert. Okay. Da sollten wir nötig nur rein, wenn wir da rein müssen. Sie haben mich schon gesehen, also ich weiß nicht, ob sie gleich kommen. Was ist da drin? Zombies. Und zwar eine ganze Menge. Der ganze Raum war voll. Es standen wie in Reihe und Glied. Oder wie auf einem Haufen zusammen. Also wir sollten schnell weiter. Ja. Ich habe da keinen weiteren Weg gefunden, oder? Eine Treppe, die hinabführt oder so? Nein. Dann gucke ich, dass die Tür auch zu ist. Geschlossen ist. Guck, ob ja, man vielleicht sie auch nicht abschließen, aber man kann sie halt ne, so ins Schloss fallen lassen. Irgendwie richtig gibt abschließen. Das, müsstet ihr den Schlüssel haben, aber habt ihr nicht. Eine Möglichkeit ist zu verriegeln oder versperren durch einen Keil oder so? Ja, könntet einen von diesen großen Holzkeilen von den Säulen rausreißen, aber dann würde die Säule brechen und die Decke einstürzen. Das ist riskant im Moment. Dann weiter. Ich gucke, wo die anderen sind, welche Türen sie vielleicht öffnen. Um es kurz zu machen, hinter jeder der Türen, die ihr jetzt geschaut sind, ist das gleiche Bild zu sehen. Räume angefüllt mit aufrecht stehenden, aber still und keine Regung von sich gebenden Leibern. Starr in die Luft starrend. Wenn ihr die Tür oft länger offen lasst, auch sich nicht irgendwie auf euch konzentrierend, nicht auf euch reagierend. Vorschlag. Wir sind nicht sehr laut und machen keine unnötigen Geräusche. Das müssen bei den 2 Dutzend Türen und den jeweils 20x20 großen Räumen, die vollgepackt sind mit Leibern, das muss eine Armee sein, die hier lagert. Alter Mann, dieser erste Raum war da wirklich nichts, weil ehrlich gesagt, nichts finde ich im Moment deutlich besser als das. Waren nur Ketten an einer Decke gesprungen. Ketten sind übrigens auch in den anderen Räumen an den Ecken. Das heißt in dem Fall, das war der gleiche Raum, nur leer. Vielleicht haben die Ketten irgendeine Funktion. In Kurkung haben wir mit Ketten das Tor bewegt. Lasst uns wenigstens diesen Raum untersuchen. Denn die anderen können wir ja nicht. Aber seid ja leise. Ja. Pst. Ich huscht wieder in den ersten Raum zurück. Und es steht dann in dem riesigen Raum, wo nur die Ketten zu sehen sind. Ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl dabei, dass wir in diesem Raum sind, während in den anderen Räumen die ganze Zeit Zombies sind. Was ist, wenn die Räume das verursachen? Ich denke, würde in eine der Ecken gehen und mal an dieser Kette ruckeln und ziehen, gucken, ob sich das irgendwas tut oder bewegt. Die Ketten sind relativ starr. Und wenn du daran mit Kraft ziehst, hast du irgendwann so ein Klackern. Die Kette wird halt etwas leichter und du kannst richtig daran ziehen. Und über euch bewegt sich dann die Decke, die nach unten kommt, langsam. Elena, hör auf! Oha! Es bewegt sich.
bewegt sich der Boden eigentlich auch mit oder kommt nur die Decke runter? Die Decke bewegt sich nur. Kannst du es in die andere Richtung ziehen? Hoch? Stimmt. Ich ziehe mal in die andere Richtung. Und dann geht die Decke wieder nach oben. Und irgendwann kommt dann so ein Krok und dann stößt auf den Widerstand und geht nicht weiter hoch. Es geht nur in eine Richtung. Verstehe nicht. Welchen Sinn soll das haben? Naja, wenn wir es so weit runterholen, dass wir noch raus können und auf den neuen Boden steigen können, so auf halbe Höhe von der Türe, können wir hier noch raus und auf den neuen Boden und uns mit dem neuen Boden weiter nach oben bewegen. Oder wollen wir weiter runter? Also nur die Decke hat sich bewegt, oder? Oder, okay. Ist die Decke halt die Ketten halt auch, ne? Je nach, ne? Also. Ja. Und die Decke ist komplett abgeschlossen oder gibt es dann irgendwo eine Möglichkeit, Ecken, wo die Ketten halt durchgehen, da sind halt so Aussparungen, ne? Und da passt man durch als Mensch? Nee. Also ich sehe nicht ganz, was wir damit machen können, außer uns die Decke auf den Kopf fallen zu lassen. Genau. Das ist der Stichpunkt. Dieser Raum ist der gleiche wie alle anderen, richtig? Wie haben die Zombies auf dich reagiert, als du reingegangen bist, Jandrik? Nicht wirklich, nein. Und was ist, wenn wir die Decke auf die Zombies fallen lassen? Meint ihr das, was in diesem Raum passiert? Passiert auch dort? In all den anderen Räumen? Nun, ich würde es vermuten, es war immer genau der gleiche Raum. Nur gefüllt mit irgendwelchen Untoten. Das wäre dann halt nur schon sehr praktisch, dass ausgerechnet dieser eine Raum leer ist, ne? Aber warum nicht? Lass uns versuchen. Die Frage ist, wenn wir das hier tun, ob das auch in den anderen Räumen passiert oder ob wir, um die Decke abzusenken, in jeden anderen Raum auch müssen. Es gibt einen Weg, das rauszufinden, würde ich meinen. Dann... Vielleicht sollten wir aber nicht alle in diesem Raum bleiben. Nein, auf gar keinen Fall. Hendrik? Ich kann das auch machen. Hendrik tritt gerne zurück. Asalio schaut Elena ein bisschen giftig an. Geht aber an eine der Ketten. Dann ziehen wir es zusammen runter. Wir müssen uns ja nicht einquetschen, wir können immer noch. Dann los. Okay. Die Lena zieht wieder an der Kette. Mit vereinten Kräften zieht ihr die Decke so weit, wie ihr denn wollt, nach unten. Boah. Dass wir bequem gebückt rausgehen können. Eventuell. Ja, dann geht ihr raus und dann könnt ihr ja über die Decke vielleicht auch drüber gucken. Dann seht ihr nach oben in einen hohen Schacht, ungefähr halt so hoch, wie eben die Decke war. Da oben geht aber noch ein Stück weiter nach oben. Und ihr seht leichte Einkerbungen in den Wänden. Und dann halt einen Gang, der von oben weiterführt. Da oben geht's weiter. Siehst du das, Astanio? Aha. Leute, kommt mal her. Jandrik schaut rüber. Da oben geht's weiter. Es geht nach oben. Clever. Dann weiter. Ja, ich hole das Fass. Also auf die Decke und wieder hoch. Hilft jetzt Osko. Kann das wer annehmen von oben? Dann ja, Jandrik greift nach dem Fass. Wenn man testweise nicht lieber trotzdem noch einmal den Boden ganz nach unten ablassen. Schaden kann sicher nicht. Nur für den Fall. Nein, das ist gut. Je mehr wir von diesen Ungetümen vernichten, umso besser. Ich, wenn das in jedem Raum das absenkt, wie wir das hier bewegen. Allein der Versuch ist es schon wert. Ja. Ich schaue auch gerne in den Nachbarraum, um zu schauen, ob die Zombies kaputt sind. So lass dir die Decke komplett nach unten. Ja, das geht, ja. Okay. Ja.
Dann seht ihr halt auf dem, seht ihr in der Mitte auf dem hölzernen Boden in der Mitte eine kleine Auswölbung, wo halt ein Hebel dran ist. Wo jetzt genau? Oben. Ne, ihr habt die Decke heruntergelassen. Und auf der anderen Seite oben drauf, also ihr habt ja eben sonst nur mal von unten gesehen, auf der anderen Seite oben drauf ist eine kleine... Ist ein Hebel. Hebel, genau, ja. Den habt ihr wahrscheinlich in den anderen Räumen nicht wahrgenommen. Aber da waren ja auch, wir waren ja auch vollgepackt mit Zombies. Ja, wir klettern alle, denke ich mal, auf die Decke, steigen da drauf, auf diese Plattform. In dem Moment gibt es ein lautes Rumpeln aus einem Nachbarraum. Zieht die Scheiße hoch! Schnell, an die Ketten. Ja, den Hebel umlegen. Wenn du den Hebel umlegst, geht es ganz einfach, dann bewegt sich das wie von Geisterhand alles nach oben. Was ist das? Entsperren für und dann bewegt es sich, wie in Kurkum. Wie in Kurkum, natürlich. Was ist das? Ist das Zauberei? Ich glaube, die Zwerge, die da immer mal vorbeikamen, nannten es Mechanik. Mechanik. Ich hatte davon auch keine Ahnung. Aber es war halt, hoch musste man kurbeln und mit dem Hebel hat man es entsperrt, dann lief es runter. Aber jetzt gehen wir ja hoch. Mit diesem Hebel. Ja, egal. Oben solange es uns hier wegführt, umso besser. Oben angekommen, seht ihr nach rechts, ist es ein langer Gang, in dem ihr ankommt. Rechts neben euch gehen gerade in relativ schneller Bewegungsabfolge etliche Zombies aus einer weiteren Kerbe den Gang entlang. Einer von denen dreht sich dann zu euch um. Staut euch mit untoten Augen an. Beziehungsweise einem untoten Auge, halb verfault, und einer Augenhöhle, wo kein Auge mehr drin ist. Ich starre zurück, regungslos, wartend. Mora bewegt sich auch kein bisschen. In dem Moment erstarren alle Zombies in ihrer Bewegung. Drehen sich alle wie auf ein Kommando zu euch herum. Wie viele? So viel wie in dem Raum waren. Gibt es einen Weg? Noch nicht alle draußen. Können wir irgendwie hier weg? Wieder runter? Gibt es noch einen anderen Gang, wo wir lang können? Also ihr wart ja in dem äußersten rechten Raum. Das heißt, irgendwie der lange Gang geht von euch weg und ist bei euch halt abgeschlossen. Geht aber von euch weg und zwischen euch und dem weiterführenden Gang stehen die jetzt halt. Zombies. Das heißt, links rum stehen Zombies, rechts rum stehen momentan keine Wand. Zombies. Das ist eine Wand. Wir sind eingekesselt. Ihr könntet halt wieder runterlassen. Also. Durchkämpfen oder wollen wir runter? Jandrik wird ganz stramm und steif, sein Körper, sein Kiefer biegt sich ein bisschen nach vorne. Er lächelt ein bisschen, sein Schwert gezogen. Wir sind so weit gekommen. Und dann rennt er los, auf die Zombies zu. Für Boron! In dem Moment kommen auch Bewegungen in die Untoten und sie laufen Jandrik ebenfalls entgegen. Was Jandrik will und was er tut, soweit er das kann, ist, so viel wie möglich erstmal auf sich zu ziehen, um eine Möglichkeit für Osko und das Fass zu erkämpfen, eine Schneise zu erkämpfen. Er blickt, noch ein kurzer Blick zu Jelena in der Hoffnung, dass sie ihm folgt. Jelena folgt, die hat ihr Schwert wieder gezogen. Und Säbel und geht auch verrückt vor. Mora springt zu Osko mit dem Fass und versucht, alles, was durch oder an Jandrik und Jelena vorbeikommt, irgendwie aufzuhalten.
und ihm den Rücken frei zu halten. Dann Perrein und Osko rennt Jandrek und Ilena Mora hinterher. Mit dem Fass. Mit dem Fass. Haltet Abstand von uns. Lasst uns etwas Raum. Die Lena schlägt den ersten Zombie, blockt den mit den ersten beiden mit dem Schild und haut von oben mit dem Schwert drauf und fängt an, sich durch die Zombies zu tanzen. Mit einer Eleganz, die selbst das Tauni wahrscheinlich die Spucke sehen lässt, weil sie jetzt dann tanzt durch den Gang. Jandrek ist nicht so elegant, aber trotzdem präzise. Und sein Ziel ist es gar nicht, diese Zombies zu vernichten oder irgendwie auszuschalten. Sein Ziel ist es, er zielt auf die Gliedmaßen, vor allem auf die Beine. Er will sie bewegungsunfähig machen. Er will eine Schneise schlagen, in die Knie hineinstechen, die Füße abschlagen, dass sie rechts und links zur Seite taumeln mit weiten, gezielten Schlägen. Die ersten Angreifer oder die ersten Gegner, die ihr habt, fallen unter euren Angriffen. Bei Ilena gezielte Angriffe, um das Unleben zu beenden. Bei Jandrek eher schnelle Bewegungen, um die einzelnen Untoten bewegungsunfähig zu machen. Schnell bemerkt Jandrek jedoch, dass ob trotz seines abgeschlagenen Beines sich die untoten Leiber dennoch kriechend weiter über den Boden bewegen. Sie greifen nach deinen Beinen, über die du hinweggestoben bist. Scharfe Krallen bohren sich in deine Fersen und deine Waden hinein. Versuchen die Köpfe, dich zu Boden auf die Köpfe, zu Jandrek. Elena wird zurück. Schnell umringt von auf sie zustürmenden Gestalten. Osko stürmt voran und weiß dann einen Augenblick nicht, ob er weiterlaufen soll, gegen die Zombies gegenpreschen soll, sich in die Bresche schlagen soll mit dem Fass oder ob er noch warten soll und die beiden Kämpfer ihren Dienst tun lässt. Moran neben Osko, etwas ungläubig ob der Situation, Astanio weiter hinten. Was tut er? Er schaut sich an, wie alle stehen. Wie stehen die Zombies? Sind die anderen Räume sozusagen mit nach oben gezogen worden? Ein Raum ist nach oben gezogen worden. Also nur unsere. Euer, den habt ihr selber ausgelöst und neben euch auch, der Raum neben euch ist auch nach oben gefahren. Wie stehen meine Mitgefährten, wie stehen die Zombies? Also Jandrek und Ilena sind mittendrin in diesem Pulk von Leibern, weil sie ja komplett da reingestürmt sind und da zwischen dir und den Zombies mit Ilena und Jandrek stehen Mora und Osko, auf die jetzt auch langsam Zombies zulaufen. Allerdings sind die schon gezeichnet mit Durchschnittwunden und Angriffe von Jandrek und Ilena. Die sind dementsprechend langsam. Dann wird Astanio einen sehr analytischen Blick nochmal auf die ganze Gegebenheit geben und dann schreien: Runter von der Plattform! Ja, Moran blickt sich um. Ist es irgendwie möglich? Wir sind ja in einem Gang, soweit ich das verstanden habe. Ja. Nicht ja, drauf! Gibt auch keine Möglichkeit hier gerade. Jandrek schaut ärgerlich in Richtung Astanio und dann rammt er sein Schwert in einen Kopf unter ihm, der sich in seine Füße gekrallt hat und kämpft einfach weiter, was auch immer dieser verrückte alte Mann vorhat. Er wird es machen müssen mit ihm hier. Was tut er denn? Astanio macht nichts, solange seine Gefährten noch mit auf der Plattform sind. Keiner von Elena steht also mitten im Gang, nicht alle drauf. Alle stehen hat sie im Gang gerade. Also es steht keiner mehr auf der Plattform drauf. Nein. Dann wird Astanio zu seinen Gefährten rennen und so stark mit seinem Schwert gegen die Ketten von der Plattform, wo noch zumindest ein Teil von den Zombies stehen, draufhauen, damit diese Kette, damit er diese Kette also willst du dich auch mitten ins Zombie-Getümmel schmeißen? Ja. Okay. Osko und Mora werden überholt von einem heranstürmenden Astanio, der sich ebenfalls in die Kampfwandlungen eingreift. Und wild um sich schlagend, Jandrek, Ilena und Astanio, jeder auf seine Weise kämpfend. War umrungen, sagt man das so? Umrungen? Umringt von etlichen untoten Leiber.
Und man sieht Jandrik, der als erstes vorgestürmt ist, deutlich an, dass er jetzt schon in die Knie sackt, und weil etliche Hände und Arme und Zähne an ihm herum ihn versuchen, auf den Boden zu zerren. Elena dasselbe, aber die kann sich mit ihrem Schild noch den gröbsten Angreifer vom Leib halten. Astanio, oh, gerade erst in das Getümmel hineingestürzt. Die ersten Köpfe rollen. Es sind zu viele. Wir müssen hindurch. Boron, Herr des Todes, Behüter der Träume, hilf uns. Und er legt weiter mit seinem Schwert auf die Feinde einen der anderen. Er fasst irgendwo sich an die Brust, versucht in sich den Segen des Gottes zu finden und irgendwo vielleicht einen Pfad, eine Schneise zu finden, die er durchschneiden kann, um sich und seine Gefährten hier hindurch zu kämpfen. Was machen Mora und Osku? Ja, Mora wartet immer ab, ob sich noch einzelne Untote oder ein paar Osku nähern, und versucht ihm den Weg frei zu halten, dass er mit dem Fass weitergehen kann, dass er irgendwie hindurchkommt. Anfangs kommen nur langsame, sich vor sich hin kriechende oder verstümmelte Zombie-Leiber zu euch durch, Osku und Mora. Aber je länger Astanio, Elena und Jandrik kämpfen, desto mehr intakte Zombies kommen auch in eure Richtung und greifen euch an. Irgendwann seid ihr alle in irgendeinem Kampf verwickelt. Und wenn Osku nur ausweicht oder so, auf jeden Fall irgendeinen Gegner wird er haben. Mora schlägt, wie sie kann, mit dem Beil immer wieder und versucht, Osku irgendwie in Sicherheit zu wiegen. Immer wieder scharfe Fingernägel, Zähne, Überreste von Zähnen und stumpfe Schläge, die auf Astanio, Elena und Jandrik einprasseln. Ihr seid gute Kämpfer. Ihr könnt euch eure Haut erwehren. Jeder von euch hat ja gerade ein anderes Ziel. Aber es sind einfach viele. Sehr, sehr viele. Und irgendwann ist auch die beste Verteidigung durchbrochen. Jandrik geht als erstes auf die Knie. Mit der Hand an der Brust. Und ein Gebet an Boron auf den Lippen. Elena musste sich immer weiter mit einem Schritt nach dem anderen zurückziehen mit dem Schild. Merkt nun, dass aber auch Zombies hinter ihr sind und weiß gar nicht, wo sie ihr Schwert zuerst hinrichten soll. Irgendwann hast du im Augenwinkel Astanio an dir vorbeihuschen sehen, der fast schon über die Zombies rübergesprungen ist. Immer mit dem Schwert nach vorne, einen nach dem anderen angreifend. Und dann packt einer der Zombies Astanio am Fuß, zieht ihn herunter in seinem Lauf über die Zombies hinüber. Du weißt nicht, was er wollte. Er wollte an dir vorbei, aber die Zombies haben ihn gegriffen und nun steht er auch einfach auf dem Boden und schlägt mit dem Schwert um sich. Ja, Elena wendet sich dann so und schaut, dass sie zu Jandrik oder zu Astanio durchkommt. Also sie schlägt sich eine Bresche. Jandrik ist gerade zu Boden gegangen quasi, also auf die Knie gesunken. Ja. Legt immer noch so nach oben mit der einen Hand. Aber unten sind halt um ihn herum etliche Gefällte, die nach ihm greifen. Ja, dann gehe ich rüber zu Jandrik und schlag mir eine Breche, schlag ihn auf dem Weg. Astanio. Wie groß ist dieses Fass? Stell dir so ein 15, 20 Liter Bierfass vor. Das Tanio, nachdem der einer dieser Zombies seinen Fuß nach unten gezogen hat, und er sozusagen ist er ziemlich stark auf dem Boden aufgekommen, ist fast, konnte sich gerade noch fangen, dass er nicht auf sein Gesicht fällt. Ist aber in diesem Fall, hat er eine 90-Grad-Wendung gemacht.
Und gerade läuft in Astanios Kopf etwas ganz anderes ab. Er fühlt sich gerade nicht in diesem Gang mit den ganzen Zombies. Er fühlt sich wieder in Beilung auf dem Schlachtfeld. Und spürt, wie er sieht, wie seine ganze Kompanie abgeschlachtet wird, weil es keine, und ich wiederhole, überhaupt keine Möglichkeit gibt, das überhaupt zu überleben. Wie er wieder dort steht und zusehen muss, wie andere sterben. Und das setzt in Astanio irgendetwas frei, was vermutlich der Rest nicht von ihm gedacht hätte. Weil jetzt ist er wirklich, jetzt ist er wirklich sauer. Und schreit einmal für Preios! Und fängt an, sich durch, wirklich mit einem Schlag reihenweise Zombies durch die Mitte durchzuteilen und fällt. Er spürt nichts mehr, kein Zahn mehr, kein Kratzer, kein nichts mehr. Und er kämpft sich zu Jandrik durch, weil er wird nicht schon wieder einen Kameraden verlieren. Und irgendwann steht er daneben und wehrt alles ab, was sich irgendwie in Richtung Jandrik bewegt. Jandrik, zuerst haben Zombies an dir gezogen, gezerrt. Irgendwann haben sie in den Schwertarm greifen können, haben dich zum Boden gezerrt, deine eine Hand auf deine Brust gelegt, das Gebet an Boron auf den Lippen. Irgendwann kriegst du einen dumpfen Schlag auf den Hinterkopf und fällst vornüber auf den Boden. Du fühlst den kalten Boden unter dir und die dicken, an dir zerrenden Leiber, wie sie an dir herumreißen, versuchen dir irgendwie Fleisch aus dem Körper rauszureißen. Du blickst nach unten an dir herab und siehst die Hand mit dem Ring, den Astanio dir gegeben hat. Leicht glimmt der Ring auf. Und dann spürst du erstmal nichts mehr, außer auf einmal die Leichtigkeit über dir, wo eben noch das Gezerre war. Was dich schon in dein Schicksal ergeben, wo irgendwas passiert. Licht. Ist da wirklich Licht um dich herum? Und irgendwie läuft dir Blut vor die Augen und du kannst kaum etwas sehen. Deine Glieder schmerzen. Du blutest aus etlichen Wunden in deinem Körper. Alles tut weh. Aber du lebst noch. Blickst nach oben und siehst Astanio über dir stehen. Einen Zombie nach dem anderen tötend. Wie der das macht, weißt du gerade nicht. Es ist, als wäre sein Schwert ein Feuerschwert, das alles durchtrennt. Und als würde Astanio aus sich heraus irgendwie glimmen oder glühen, aber das kann auch eine Fantasie im Todeskampf sein. Als Idena dann sieht, dass Astanio zu Jandrik stürmt und da wie wild um sich schlägt, versucht sie an ihm vorbeizukommen, zu Osko und Mora und denen zu helfen. Sie drückt sich mit dem Schild voran durch die Zombies und kommt zu Mora und Osko. Bekämpft da weiter die Zombies. Für Rondra. Mora hat sich schon fast an Osko gedrückt. Fast schon Rücken an Rücken schlägt sie immer wieder auf die Zombies ein, die zu ihr durchdringen. Aber mehr schlecht als recht können die beiden sich Stückchen für Stückchen, wirklich Zentimeter für Zentimeter, durch die Zombies schieben. Auliger Gestank dringt in eure Nase von den halb verwesenden Leibern. Osko, wir müssen irgendwie weiter. Weiter! Das bringt ja alles nichts. Wir müssen durch diesen Gang. Ich hab eine Idee. Elena, komm schnell. Mora, wir brauchen etwas Platz. Wir müssen Schwung holen. Schwung holen? Wo? Mach euch Platz. Ein bisschen Platz nach hinten. Wir nehmen das Ding quer. Wenn wir alle mitdrücken, vielleicht kommen wir in irgendeinen anderen Gang. Dann gucken wir weiter. Und Osko strengt sich gerade an, das Fass, was er immer aufrecht getragen hat, in die quere Position zu bringen. Mora, hilf mir. Elena, wir müssen die anderen beiden einholen. Vielleicht gelingt das. Roll das Fass, roll es.
Rollt es, ja. Ja, ja, gut, gut. Und ich lasse es auf den Boden fallen. Also Osko lässt das Fass auf den Boden fallen. Jetzt müssen wir ihn Schwung mitbringen. Kommt schon! Schieben! Ja. Schiebt! Mora stemmt sich dagegen, mit Osko gemeinsam. Rollt das Fass über den Boden. Es gewinnt an Fahrt. Und ja, wie eine Bowlingkugel fällt es einige Zombies auf seinem Weg nach rechts und links ab. Die versuchen es irgendwie aufzuhalten, aber von dem Fass überrollt werden, ob der Schnelligkeit ist und ob der Wucht, die ihr dem Fass gegeben habt. Im Windschatten des Fasses könnt ihr zumindest einige Schritt nach vorne, bis ihr auf der Höhe von einem Gemetzel seinesgleichen seid. Denn Astanjo steht über Jandrik und wehrt einen nach dem anderen die Attacken der Zombies ab. Sein Schwert in Flammen? Bei den Zwölfen. Kurz blickt sich Astanjo in eure Richtung um und seine Augen glühen weiß auf. Oh. Holt Jandrik raus. Ihr seid auf der Höhe des Raumes, in dem die Zombies gewesen sind. Blickt euch um und gerade betritt der letzte Zombie aus dem Raum den Gang und fällt unter Astanios Hieb sofort in Asche. Noch 5, 6, 7 Attacken, die Mora mit der Axt abwenden muss. Elena mit dem Schild sie schützend und mit dem Säbel um sich schlagend. Osko sich hinter das Fass kauernd und wild mit seiner Sichel um sich schlagend. Und irgendwann ist Ruhe. Und nur noch Astanjo steht mit dem flammenden Schwert vor euch über Jandrik, ehe er nach vorne überkippt, die Flammen erlöschen und Jandrik und Astanjo nebeneinander liegen, reglos. Es bewegt sich nichts mehr um euch herum. Astanjo hat einen Aschehaufen nach dem anderen hinterlassen. Was ein Kampf. Rum, Körperteile und Asche. Göttern. Elena steckt das Schwert weg und schultert das Schild. Burg geht dann auf die Knie zwischen neben den beiden, fühlt den Puls. Osko. Atmen Sie noch? Ja, Sie sind nur bewusstlos. Astanjo, ich fühle bei beiden den Puls. Astanjo hat die Augen geschlossen. Ruhigen Puls. Jandrik atmet schwer, aber er atmet, blutet aus etlichen Wunden. Jandrik. Dicke Platzwunde auf der Stirn, Blut ist ihm irgendwie über die Augen gelaufen. Jandrik braucht mehr Hilfe, Astanjo ist einfach nur leer. Osko blickt nach oben. Lass das funktionieren. Er greift an seinen Hals, zieht das an einem Lederband befindliche Symbol der Piraine ab, wickelt es um seine Hand und legt sie beide über die Brust von Jandrik. Herrin Piraine, lass mich dein heilendes Werkzeug sein. Füll mich mit Mitgefühl für alle Kranken und Verletzten. Lass deine lebendige Kraft durch diesen Körper strömen. Gebende Göttin, du seist gepriesen. Ich drücke das Symbol auf die Brust von Jandrik. Ein heißer, durchdringender Schmerz durchdringt Jandriks Brust und lässt ihn einmal einen tiefen Atemzug nehmen. Frische Atemluft durchschließt die Lungen. Du schlägst die Augen auf und siehst Osko über dir knien. Jandrik! Jandrik! Osko richtet Jandrik auf. Ja, Jandrik, sieh mich an. Wie? Onkel, bist du das? Nein. Nein. Ich bin nicht dein Onkel. Nun, Astanjo. Und Osko wirkt etwas benommen. Muss man einfach nur aufwecken. Elena wird vorsichtig mal Osko so auf die Wange tätscheln. Astanjo,
Komm, sie setzt ihn auf. Komm zu dir. Mora kniet sich neben Jandrik und stützt ihn ein wenig, dass er nicht wieder nach hinten fällt. Bei den Göttern. Wie viele Male will Boron sie mich eigentlich noch fast zu sich holen? Langsam habe ich das Gefühl, er macht sich einen Spaß daraus. Das war heute klar. Nicht, mein Lieber, heute nicht. Das war nicht ganz. Oskar, du Teufelskerl. Oskar, wie hast du das gemacht? Und wie hat der verrückte alte Mann das gemacht? Das wird er uns erzählen, wenn er wieder bei Sinnen ist, aber... Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Schnell. Richtig. Siehst du das, Reimi? Es hat endlich funktioniert. So fühlt sich das an. Puh. Ich werde dich nie wieder, Oskar. Nie wieder, das schwör ich. Vor Oskars Augen tanzen Sterne und Funken. Alles ist in einen grünlichen, hellen Schein eingewoben. Du fühlst dich wie, als würdest du auf einer Wolke laufen. Ganz leicht, als würdest du ja ein bisschen zu viel von dem Pfeifenkraut von dem alten Händler geraucht. Rein ist das Gefühl, von dem ich so oft gehört habe. Und Oskar starrt dabei gen Decke. Ich werde dich nie wieder einen Koch nennen. Das verspreche ich dir. Versprechen angenommen. Jandrik richtet sich auf, soweit er das kann, und er schaut zu dem verrückten alten Mann runter und packt ihn an den Schultern, und jemand muss mir helfen. Schnell, wir müssen ihn hier wegbringen. Wir müssen alle hier weg. Ja, ich pack mit an, aber wohin? Den Gang entlang. Immer geradeaus. Elena, nimm du ihn. Ja, ich helfe Jandrik. Nimmst du das Schwert? Ich nehme das Fass. Ja, ich nehme das Fass. Sei vorsichtig, ja. Oskar, vielleicht sollte ich das Fass nehmen. Nein, nein, alles gut. Das geht schon. Ich fühle mich gut. Ja, sag dich doch. Ich lass dir helfen. Oskar torkelt. Vielleicht musst du ein bisschen beisteuern. Nicht so, du hebst dir noch ein Bruch. Ach, beisteuern. Hier, hinten, du vorne. Ja, na gut. Ich glaube, du bist nicht ganz bei Sinn. Vielleicht stimmt das. Vielleicht bin ich auch jetzt erst das erste Mal bei Sinn. Und während Oskar das Fass weiterträgt, blickt er immer mal wieder Geruch in der Nase. Es riecht alles so furchtbar gut hier. Das Moras Parfum ist. Du grinst so komisch. Tue ich das? Ja, steht dir überhaupt nicht. Ich kann irgendwie da nicht damit aufhören. Es riecht so gut hier. Riecht dir das nicht auch? Naja, es riecht nach Asche. Es riecht nach Belma. Ich riech nur Tod und Feuer und verweste Körper. Nein, da ist mehr. Das ist Belma. Das sind Arangeln. Riecht ihr das denn nicht? Arangeln? Frische Pflanzen. Frische Pflanzen des gepflegten Ackers. So gut. Und Oskar wirkt dabei wirklich begeistert. Nur weiter. Den Arangeln hinterher. Großartig, weiter weg hier. Ja. Treiben wir es weiter. Wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Ihr müsst das Beten zu Kopf gestiegen. Und dann hilft sie ihm weiter, das Fass zu schlüpfen, aber lässt ihn nicht aus den Augen, damit er keine Dummheiten macht. Jandrik, könnt ihr gehen? Ja, es geht schon. Am Ende des Ganges führt eine Treppe nach oben und eine nach unten.
Die nach oben führt, ist sehr breit und ausgebaut. Die nach unten führt, ist eine Wendeltreppe. Nicht schon wieder Treppen. Treppen. Aber nach unten geht's doch, oder? Wir wollen weiter runter. Ich glaube auch, ja. Weiter in den Kaninchenbau. Mhm. Gut, kriegen aber wir das hin? Jandrik, soll ich vorgehen? Soll ich die da runter? Vielleicht wacht er ja auf. Hey! Ja. Verrückter alter Mann! Wach auf! Astanio. Der wacht nicht auf. Es ist gerade noch gefehlt. Ja, atmet leicht und sanft und gleichmäßig, aber er wacht nicht auf. Dass ihm das ja keiner sagt. Dieser verrückte Spinner hat jetzt schon zum zweiten Mal mein Leben gerettet. Aber wehe, ihr sagt ihm das, dass ich das gesagt habe. Dann rede ich nie wieder mit euch. Ein Wort. Es ist gut. Kein Wort. Dann schleppe ich ihn halt runter. Ja. Dann nimm du den alten Mann. Hendrik fühlt sich noch, als hätte er einen Muskelkater, einen schweren, aber die vielen Wunden, die Zombies gerissen haben, sind tatsächlich verheilt. Ja, meine Schuld. Ich muss ihn mitnehmen. Ich nehme ihn auf den Rücken. Ich kann dir tragen helfen. Jetzt stell dich nicht so an. Du gehst vor, ich habe ihn auf dem Rücken. Du gehst hinterher, drückst dagegen. So kommen wir die Treppe besser runter, als wenn wir ihn versuchen, da durchzuquetschen. Wenn du meinst, ja, gut, dann pass auf, dass du nicht fällst. Es ist gar nicht so einfach, diese Wendeltreppe herunterzukommen. Osko torkelnd, fast versuchend zu tragend und die anderen mit Astanios schwerem Körper beschäftigt. Er ist zwar austrainiert, aber gerade das macht ihn nicht gerade zum leichtesten. Und als ihr unten ankommt, geht ein weiterer Gang weiter nach unten, schräg nach unten. Mhm. Immer weiter nach unten. Dann hört es Jandrik vermutlich von seiner Schulter murmeln. Alrizio. Bist du wach? Er wiederholt nur ständig den Namen. Ich glaube, er träumt. Ja, wahrscheinlich. Wer weiß, welche Träume die dunkle Mutter ihm jetzt schickt. Ich will es gar nicht wissen. Weiter. Ist ja schwer. Wir können ja tauschen und sie blickt auf das Fass. Ihr könnt euch auch abwechseln. Ich krieg das noch hin. Das geht schon. Hier unten sind die Räumlichkeiten wieder mehr mit den Ranken verwoben. Eine ganze Zeit lang war es jetzt eher Stein als Ranke. Folgt dem Gang, Astanio immer noch tragend. Osko immer noch torkelnd, wie von Sinnen, irgendwelches Gebrabbel vor sich von Lobpreisungen von Pareiner auf den Zungen. Geht ihr immer, der Gang scheint wirklich nach unten zu führen, zumindest steil nach unten. Das merkt ihr deutlich. Und so ist es gar nicht so einfach, auf dem glitschigen Untergrund da voranzukommen. Aber der Gang hat keine Abzweigungen. Und er führt immer geradeaus. Immer weiter nach unten. Bis er einen großen Raum freigibt, an dessen Schwelle ihr dann steht. Als ihr den Raum betretet, wird euch klar, was die Golgariten wohl meinen, wenn sie sagen, der Wall hat ein böses Herz und eine böse Seele.
Ihr befindet euch in einer Kammer von etwa 15 Schritt Länge und Breite und Höhe. Sehr unregelmäßige Formen an den Wänden. Ja, die Wände sind gar nicht richtig fest. Eine Decke oder einen Boden kann man auch nicht wirklich ausmachen, sondern es ist alles mit Dornenranken und merkwürdig lebendig wirkendem Stein, der dicke Adern bildet, die sogar pulsieren, durchzogen. Einige der Dornranken scheinen irgendwie durchsichtig und ihr seht einen merkwürdigen Saft dadurch laufen, wie als würde es Blut oder so etwas führen. Ein schillerndes, dickflüssiges Etwas. All dies ist mit einem monströsen Körper in dem Zentrum der Kammer verbunden. Er wirkt wie ein Leib einer gewaltigen Nacktschnecke aus schwarzem Stein. Bei einer Länge von gut 5 Schritt ist er gleichermaßen von pulsierenden Adern sowie von Dornenranken durchzogen. Auf dem Rumpf sitzt ein grob menschlicher, muskelbepackter Oberkörper. Ohne Haut, so dass ihr direkt auf das rohe Fleisch blicken könnt, welches rötlich feucht vor sich hin schimmert. An den Stellen, an denen normalerweise die Arme sitzen, entspringen dicke Bündel von Dornenranken, die den Raum durchtastend umherschwirren und immer wieder in den Stein eintauchen. Der Kopf der gewaltigen Scheußlichkeit hat einen menschenähnlichen Zug, ebenfalls keine Haut über den Muskeln und trägt 4 Hörner. Die Augen der Kreatur glühen tiefrot und sie wendet sich euch zu und fixiert euch, als ihr in den Raum betretet. Bei den Göttern. Das ist er. Muss auch sein. Wir müssen das fassen. Wir müssen es ihm in den Mund stopfen oder sowas. Oder zu Füßen legen. Wie sollen wir an ihn herankommen? Gibt es irgendeinen Weg, die Dornen am Boden entlang? Oder ist es gar unmöglich, näher heranzukommen? Natürlich könnt ihr näher herankommen. Es ist kein, ihr müsst man nur schauen, der hat euch ja bemerkt, ne? Also der sind halt aus seinen Armen schießen halt die ständig diese Ranken wie Tentakel, die immer ins Mauerwerk, in den Boden eindringen, die sich wieder rausziehen, an einer anderen Stelle des Mauerwerks wieder hervorkommen, als wäre er mit dem Boden oder der Wand verbunden. Greifen diese Ranken uns schon an? Nee, noch nicht. Wir müssen das Tony wach kriegen. Ich fixiert fürchte, euch jetzt nur kurz. Also er steht ja im Eingang, das heißt, er fixiert euch da nur. Ich lasse Astanio ab, lehne ihn gegen die Wand an einer Stelle, wo ich meine, dass er am geschütztesten ist. Der Alte hat getan, was er konnte. Es ist an uns. Ich schlage vor, Jelena, du und ich, wir wehren die Ranken ab und die anderen zwei, Schatzemora, Schatzeosko, bringen das Fass so nah wie möglich ran und zünden es dann an. Klingt nach einem guten Plan. Was anderes fiel mir jetzt auch nicht ein. Er zieht das Schwert. Wir wollen uns diesem Ungetüm entgegen. Jelena zieht auch ihren Säbel. Gute Idee. Stellt sich an die rechte Seite von den zwei mit dem Fass. Blickt in Richtung der Wände, von denen er die Ranken erwartet. Lena legt noch das Schwert von Astani in seine Hand, dass er, wenn er aufwacht, direkt die Waffe zur Hand hat. Und geht dann auf die andere Seite. Dann vorwärts, Schritt für Schritt. Mura zieht die Laterne etwas näher an sich ran, sodass sie
zu jedem Zeitpunkt die Lunte entzünden könnte, die am Fass angebracht ist. Und nickt dann Oskar zu. Okay, los, schieb! Ja! Sie stürzt sich dagegen. Ihr schiebt das Fass nach vorne und Ilena und Jandrik schießen an euch vorbei, die ersten Ranken abwehrend, die sich euch sofort in den Weg stellen wollen. Dicke, mit Dornen bewehrte Ranken und ihr hört ein Fauchen und Zischen von der Kreatur in der Mitte. Weite Schwünge. Ihr erwartet, wie ihr das schon so oft gemacht habt, dass eure scharfen Schwerter, eure scharfen Klingen die Dornenranken einfach durchtrennen, wie eine einfache Pflanze. Aber irgendwie scheinen sie halb aus Stein, halb aus Pflanze zu bestehen. Und es ist, als würdet ihr vor eine Wand schlagen. Also ihr schlagt Teile der Pflanze heraus, denn eure weiten Schwünge waren ja mit voller Kraft geführt. Aber ihr führt deutlich, dass ihr Widerstand habt dieses Mal. Und sie schlingen sich wie ein Tentakel und winden sich vor euch, wie ein Gegner, der wirklich vor euch steht und mit dem ihr fechten müsst. Eine Ranke für jeden. Für Osko, Mora, Jandrik und Ilena. Wenn Ilena und Jandrik sich da in den Weg stellen, haben sie jeweils zwei Ranken vor sich. Das tut Jandrik. Er stellt sich, als die eine Ranke in Richtung Mora schießt. Ein kurzer Blick zu ihr, ein kurzes Lächeln und dann springt er dazwischen auf Gefahr hin, davon getroffen zu werden. Das ist ihm völlig egal und ruft: Rennt! Und versucht, die zwei Ranken gleichzeitig abzuwehren. Er weiß, dass er das nicht unversehrt schaffen wird. Ein kurzer Paradeschwung nach unten, um die erste Ranke abzuwehren, dann der Sprung, um Moras Ranke auf dich zu lenken, Jandrik. Du reißt das Schwert nach oben, parierst den scharfen Dornenangriff gerade noch so, bevor das Dornententakel Mora erreichen konnte. Knapp vor Moras Kopf kommt es zum Stehen, pariert durch dein Schwert. Ilena macht auf der anderen Seite dasselbe, sie blockt. Die eine Ranke mit dem Schild schlägt nach der anderen mit dem zweiten. Mit dem Säbel. Die eine Ranke trommelt auf das Schild ein und versucht es zu durchbrechen, während die andere sich gezielt und grazil versucht, um seinen Schwertarm herumzuwickeln. Ilena weicht aus mit einem geschickten Seitenschritt, schlägt die Spitze ab. So nicht! Rondra, gib mir Kraft. Mehre unseren Mut. Gib uns Kraft. Rondra, steh uns bei. Osko und Mora rollen das Fass nach vorne, an Jandrik und Ilena vorbei, an den Ranken vorbei. Und dann hebt sich aus dem Boden vor euch eine skelettierte Gestalt. Und blickt euch mit leeren Augenhöhlen an. Osko, roll weiter! Und Mora erhebt sich, die sich gerade eben noch gegen das Fass geworfen hatte, um es weiter zu rollen, und hebt ihr Beil und versucht, nach diesem Untoten zu schlagen, ihm aus dem Weg zu drängen mehr. Das halbe Skelett weicht dir grazil aus, als wird es alle deine Aktionen vorhergesehen. Macht eine Drehung und schlägt mit dem Unterarm nach deinem Hals. Und sie weicht zurück, fällt fast schon über das Fass, was kurz hinter ihr ist. Und versucht nochmal nachzuschlagen. Ist irgendwie, ja, und als sie merkt, dass es weiter nach ihr greift, weicht sie zurück und versucht es eher auf sich zu lenken, statt auf Osko und das Fass. Versucht es auf sich zu locken. Ja. Schnell ist Mora in einem Zweikampf mit dem Skelett verwickelt, während Osko das Fass weiterrollt. Ilena kämpft mit zwei in der Ranken. Die eine hat schon eine ordentliche Delle in dein Schild getrommelt. Immer wieder mit Schnaken und kräftigen Schwüngen wie eine Peitsche dagegen schlagend. Nur
besteht diese Peitsche aus einem dicken Material, aus einem schweren und zähen Material. Und du hörst schon das Knacken im Schild und spürst bei jedem Schlag, wie es in deinen Schildarm rumort und pulsiert. Und du bist froh, dass du all die leibesertüchtigenden Übungen gemacht hast, all die Jahre. Denn ohne diese Übungen wäre dein Arm jetzt gebrochen unter dem starken Aufprall auf das Schild. Während du auf der anderen Seite immer dann mit dem grazilen Gegner parieren musst, der sich versucht, immer aus deiner Angriffsreichweite herauszuhalten und dann mit ganz schnellen, gezielten, grazilen Angriffen sich um deinen Arm zu legen. Ein ums andere Mal schafft er das fast und reißt dir die Kleidung auf mit den scharfen Dornen. Aber du kannst den Arm immer wieder zurückziehen und kontern. Sie wechselt, dreht sich dann tatsächlich seitlich, kurz der, also bewegt sich so, dass sie auch auf die zweite Dornenranke nochmal einschlägt und versucht, sie in Schach zu halten, geht da so einen Schritt zur Seite, dreht sich seitlich, um die Position zu ändern, damit sie auf beide einschlagen kann und schaut, dass sie weiter aufhilft. Bewegt sich noch ein bisschen mehr zurück, geht ein paar Schritte zurück, bewegt sich näher an Jandrik ran. Alles in Ordnung, Jandrik? Geht's noch? Auch Jandrek kämpft weiterhin gegen diese zwei Ranken. Als er sieht, dass Jelena in seine Richtung kommt, sieht er die Chance, dreht sich, dass sein Rücken sich ihren berührt, dass quasi sie nur noch jeweils von einer Seite von den Ranken angegriffen werden können und meint, selbstverständlich, dafür bin ich doch hier, oder nicht? Oder nicht? Und versucht weiter, sich den Ranken zu erwehren, solange sie Osko nicht angreifen, ist es ein Erfolg. Die Ranken beschäftigen sich mit euch und umtanzen und umschwirren euch, schlagen nach euch, greifen nach euch. Mora seht ihr nun im Zweikampf mit einem Skelett. Ihre Axt schlägt nach dem Arm des Skelettes und durchtrennt ihn. Osko rollt das Fass relativ unbehelligt in Richtung Kreatur vor ihm. Immer noch leicht torkelnd, aber zielstrebig. Der Kopf, Mora, auf den Kopf! Versuche ich doch! Und sie schlägt. Du hast ein Lachen Mal. Von vor dir. Und jetzt versucht sie tatsächlich einmal ein wenig Abstand zwischen sich und das Skelett zu bringen und holt aus und schlägt nach dem Kopf. Es ist schon fast, als würde das Skelett tanzen mit dir. Grazile Bewegungen, die du dem untoten Körper gar nicht zugetraut hättest. Drehungen, Sprünge. Ein Bein nach oben, das andere fast schon zu einer Pirouette gedreht. Der Arm schnell wieder, einmal bückt es sich nach unten, greift nach seinem Arm, hebt ihn wieder an und steckt ihn sich einfach wieder an den losen Stumpf. Es spielt mit mir. Yeah. Das hier alles spielt mit uns. Wir müssen nur Zeit gewinnen, mehr nicht. Da kommt die erste Ranke durch die Deckung von Elena durch. Die grazile, flinke Ranke schafft es, sich um das Schild zu wickeln und reißt ihr das Schild aus der Hand. Fast und in dem Moment kugelt sich dein Arm, der mit dem Schild verbunden ist, in einem wirklichen Winkel nach außen. Du versuchst das Schild festzuhalten im ersten Augenblick und dann kommt der dicke Ruck und es macht einen lauten Knack im Schultergelenk. Ja! Lässt du das Schild los oder versuchst du es zu halten? Ich lasse das Schild los und es ist dann verdammt! Ihr Arm hängt jetzt und sie wirkt nur noch mit einer Hand, kämpft weiter, aber ja. Kämpft nur noch mit einer Hand. Das Schild wird in Stücke gerissen. In der Luft zerfetzt. Während Jandrik sich gegen zwei an weitere Tentakeldornenranken wehren muss. Immer wieder danach schlagend. Es wächst sofort alles nach, was ihr den Dornenranken abschlagt. Und dann
wirst du gleichzeitig von oben und von unten attackiert. Eines zielt auf deinen Kopf, eines auf dein Bein. Du hast nur ein Schwert, um dich zu verteidigen. Welche Ranke verteidigst du? Ich pariere die, die auf den Kopf zielt. Versuch das Bein noch irgendwie nach hinten zu ziehen, aber es ist mir egal. Ich will Zeit gewinnen. Mehr nicht. Dann ziehst du das Bein, was du vorher vorne hattest, was irgendwie dein Kampfgewicht verlagerst dein Kampfgewicht damit nach hinten. Aber die Ranke schwenkt sofort um und wickelt sich um dein anderes Bein. Scharfe Dornen schneiden dir ins Bein ein und in einem Ruck zieht die Ranke dich auf hinterrücks auf den Rücken, auf den Boden. Ah! Ich versuche auf jeden Fall, dass mein Körper und mein Gesicht noch vom Schwert geschützt sind und ich versuche mit dem anderen Bein diese Ranke wegzutreten, um wieder freizukommen. Osko rollt das Fass und ist bei der Kreatur angekommen, die dich jetzt mit einem finsteren Blick anblickt. Du riechst einen fauligen Atem. Osko greift die Fackel, die Mora ihm mitgegeben hat, wenn sie sich dem Skelett zugewendet hat. Er blickt in das vermeintliche Gesicht der Kreatur. Im Namen Perrines treibe ich dich, unheiliges Gezücht, aus diesem Leib. Nimm nichts mit und lass nichts zurück. Fahre aus! Kehre in die Niederhöllen zurück. Fäulnis und Verderben haben keinen Bestand gegen die Macht und das Wort der gnädigen Göttin. Fahre aus! Und in diesem Moment entzündet er die Lunte. Und wenn das Feuer greift. Die Lunte brennt. Raus hier! In dem Moment erwacht Astanio. Was? Schnell zurück! Raus hier! Astanio wacht auf, versucht sich zu orientieren. Hört Kampfgeschrei den Kampfruf von Elena. Hört das Raus von Osko. Aber du siehst nichts. Nur Schwärze. Astanio blickt sich orientierungslos herum. Nochmal nach den Ranken schlagen, tritt Elena dann auch den Rückzug an. Komm, Jandrik, zurück. Jandriks Fuß ist umwickelt mit einer der Dornranken, die langsam in Richtung von vom Fass und von dem Dämonoid ziehen. Aber wenn Elena das sieht, dann rennt sie darauf zu und schlägt nach der Dornranke. Auch Jandrik tritt weiter dagegen. Zwei, drei Hiebe. Feste Hiebe. Geh, Elena, geh! Komm schon, schlag auch drauf. Ich lasse dich nicht zurück. In Sicherheit. Wenn ich es schaffe, schaffe ich es, wenn ich nicht. Bohren ist mit mir, das weißt du doch. So schnell starb ich nicht. Und ich schlag nochmal, ich nehme mein Schwert, ich hänge da ja und werde gezogen. Ich hebe mein Schwert nach hinten und schleudere meinen ganzen Körper einmal mit aller Kraft nach vorne, um entweder meinen Fuß oder die Ranke zu treffen. Das soll Bohren entscheiden. Also da die Ranke dich ja auch in die gleiche Richtung zieht, ist das gerade eine Beschleunigung der ganzen Bewegung. Das heißt, Jandrik wird komplett von Elena weggezogen durch diese Aktion und landet mit dem Schwert voran bei dem Daimonoiden. Was möchtest du mit dem Schwert das vielleicht irgendwie noch benutzen? Gibt es da ein Auge? Ja, der hat zwei Augen, ja. Zack! Das Schwert dringt tief in den Schädel des Daimonoiden ein. Dann Jandrik sitzt quasi Beine umschlungen von Tentakel-Dornenranken auf dem Daimonoiden, du fühlst diese abgezogene fleischliche Haut irgendwie unter dir, spürst irgendwie den fauligen Atem des Wesens, das keinen Zucken macht, ob deines Hiebs gegen die Augen. Lässt er mich los? Nein. Dann stech ich doch mal zu. Mora und Osko laufen in dem Moment an Elena vorbei. Geh schon! Verdammt nochmal! Ich stech nochmal zu. Elena geht rückwärts und deckt den Rückzug. Astanio rappelt sich auf, aber er sieht nichts. Wenn Elena, wenn Osko und Mora kommen zuerst zu Astanio zurück und seht in milchig weiße Augen von Astanio.
Estanio, du bist wach. Schnell, steh auf. Und sie versucht, ihn hochzureißen. Also Estanio hat sich ja schon aufgerappelt, habe ich ja gerade gesagt. Ne? Irgendwie, der schaut halt mit pupillenlosen weißen Augen euch an. Verdammt, er ist blind. Nimm ihn mit, begleite ihn nach oben. Osko schaut zu den anderen beiden. Wo bin ich? Komm, schnell! Und sie packt Estanio. Elena, Rückzug oder Jandrik retten? Die Lunte brennt. Lena schaut über die Schulter, dreht sich so halb rum und rennt dann aber vor. Schlägt auf den Rennt zum. Während Mora, Osko und Moran, Osko, Estanio Stützen von dem Wesen wegziehen, stürzt Elena auf das Wesen zu, das Jandrik immer noch umschlungen hat. Jetzt mit mehreren Tentakeldornen. Immer von verschiedenen Seiten kommt. Dann Jandrik! Jandrik hebt mit seinem Schwert mehrmals auf den mit den vier Hörnern bewehrten Kopf des Wesens ein. Aber es nutzt nichts, das habe ich jetzt verstanden. Deswegen halte ich inne, denk noch mal kurz an den verrückten alten Mann, sehe Jelena, wie sie auf mich zurennt. Ich will auf keinen Fall noch mal von irgendeiner alten Person gerettet werden. Schau auf den Ring an meinem Finger und ramm ihn dem Ring ins Auge. In dem Moment jault das Wesen laut auf und du fühlst, wie die Ranken sich kurzzeitig von deinem Leib lösen. Ich drücke mich mit den Füßen ab, rückwärts, jetzt! Und packe nochmal Jelena und will mit ihr nach hinten rennen. Elena fängt dich so halb und zieht, geht mit dir dann, rennt mit dir raus. Komm schon! Das Wesen bäumt sich auf und du siehst einen hellen Leuchtblitz in dem zerstörten Auge, wo du den Ring reingedrückt hast. Irgendwie, das leuchtet und glimmt vor sich hin und das Wesen windet sich anscheinend vor Schmerzen. Die Tentakeldornenranken wedeln wild in der Gegend herum und dann geschieht ist, dass das Feuer ausbricht unterhalb, vom Fass aus, wo das Osko vor diesen dämonischen Leib gezerrt hat. Das Wesen geht vollständig in Flammen auf und ihr hört ein markerschütterndes, hohes, fiependes Schreien, was euch tief ins Mark und in die Ohren dringt. Nichts wie raus! Oh. Und ihr lauft und lauft. Elena läuft und sprintet die Treppe hoch. Um euch herum bebt die Erde. Um euch herum, die Wände beginnen zu beben, alles um euch herum bebt und rüttelt und schüttelt sich und ihr könnt keinen vernünftigen Schritt vor den anderen setzen. Dann seid ihr an der Treppe angekommen. Rauf, ganz rauf! Hinter euch fallen die ersten Brocken von der Decke. Ich versuche, Estanio so gut es geht, weiter die Treppe schwankt. Weiter, weiter, Estanio. Haltet euch an der Wand fest. Was ist mit ihm? Hört man von hinten. Estanio fühlt sich schwach und ausgelaugt. Und er sieht nichts. Estanio schleppt sich nur mit Mühe die Treppe hoch und stolpert mehr als einmal. Ja, Mora zieht dich quasi fast schon. Leila, da vorne, wir müssen hier durch, wir müssen hier weg. Am schlimmsten ist es für Estanio, der nichts sehen kann, und für Osko, der immer noch berauscht ist von dem, was er den ganzen Tag getan hat. Nicht nur dreht sich alles um dich herum, auch noch die Treppe schwankt. Vielleicht ist es auch alles gleich. Auf einmal wird dir schlecht, Osko. Aber du unterdrückst den Würgereiz
Es ist, als würdest du zu viel Schiff fahren. So muss es sein. Dann erzählt dir von dieser Seemannskrankheit unter den Torwallern. Aber ihr kommt alle oben an der Treppe an. Um euch herum bebt immer noch der ganze Boden. Alles langsam bröckelt der Boden unter euren Füßen weg. Was in Breios Namen ist hier überhaupt los? Wir müssen rauf, weiter rauf. Der Dämon ist so gut wie tot. Es bricht hier alles zusammen. Schneller. Die breite Treppe hinauf. Schneller, immer schneller werden. Die Treppe um euch herum beginnt die Fassung zu verlieren. Einzelne Steine brechen nach unten weg. Durch die ganzen Bewegungen stolpert Astanio, der nichts sieht, über einen Stein und legt sich erstmal gehörig auf die Fresse. Und schreit dann einfach: Flieht, ihr Narren! Der letzte in der. Dann merkt er, wie. Wie, wenn er da liegt, wie etwas packt, von hinten am Kragen hochzieht. Du glaubst doch nicht, dass ich dich jetzt sterben lasse, du Spinner! Und du wirst die Treppe hinaufgeschleift. Ja, Mora hilft ihm, packt am anderen Arm und schleift ihn einfach. Egal, ob seine Füße Halt finden. So schafft ihr es, mehr schlecht als recht ausgelaugt, mit Schmerzen in den Gliedern, die in den oberen Bereich der Treppe zu erreichen, ein großes Tor vor euch vorfindend, aufgeschlagen, das den Blick auf das Schlachtfeld vor euch freigibt. Ihr seht Heere, menschliche Heere, Banner, Trommelschläger, ihr hört Fanfaren und Reiter. Lauft! Ja, Lena greift sich aus auf mit ihrer ganzen weiter. Hand und mehrere Truppen Lanzenträger verwickelt im Kampf gegen Zombies. Dann tretet ihr ins Freie, als hinter euch ein Teil des Walls in sich zusammenstürzt, der Teil, aus dem ihr gerade ausgetreten seid. Lena bricht einfach noch zusammen und zieht dann Osko mit runter sein. Ausgefällt zu Boden. Weiter noch! Weg vom Kampfgeschehen! Wir müssen weiter! Ja. Ja. Die Lena rappelt sich auf. Ihr seht auch dann, die anderen seht es auch, dass ihr Arm einfach, ihre linke Arm nutzlos an der Seite runterhängt. Der Wall hinter euch beginnt in sich zusammenzufallen. Einzelne Steine zuerst, dann immer mehr. Nicht der gesamte Wall stürzt in sich zusammen, sondern eher an die Türme brechen. Einzelne Passagen fallen komplett in sich einander zusammen, während andere stehen bleiben. Ihr seht diese Baugolems, wie sie erscheinen, sich hilflos umblicken und wieder verschwinden. Ihr seht Ranken, wie sie verfaulen und zu Asche werden. Ihr seht dieses Tentakelwesen, was auf einem der Türme drauf gesessen hat, wie es einfach nur kurz durchsichtig wird und dann wie in einem zerstiebenen Puff in mehrere Aschewolken zerstiebt. Ihr hört Jubelschreie aus den Reihen des Heeres vor euch, als die Untoten einfach in sich zusammenfallen. Selena das dann sieht, die kann dann auch nicht mehr. Sie hört das Rumpeln vor ihr, fallen die Zombies. Selena geht auch, bricht zusammen und kriecht zu Astanio und ist völlig, sitzt einfach da und ist völlig weggetreten. Legt irgendwie so eine Hand bei Astanio, wenn der auch auf dem Boden sitzt, oder? Das Letzte, was ihr nun seht, während Elena Astanio auf dem Boden liegen, Jandrik sich kaum noch halten kann, Osko vor sich hin torkelt, auch nur mehr als auf allen Vieren sich nun endlich übergeben kann und Mora hilfesuchend nicht genau wissend, in welche Richtung sie zuerst blicken oder laufen soll, ob sie bei ihren Leuten bleiben soll oder den Truppen des Heers entgegenlaufen soll. Erscheint eine weiße Gestalt vor euch. Hell schimmernd. Auf einem weißen Pferd.
fast schon blendend. Könnt sie kaum ansehen. Sie trägt einen Streitkolben, mit dem sie einmal an der Luft ausholt und irgendetwas Unsichtbares trifft. Vor euch auf dem Boden, vor Mora auf den Boden, fällt eines dieser geflügelten Augen, getroffen vom Streitkolben der weißen Gestalt. Weg da, hört ihr! Weg da! Torkelt zur Seite. Jandrik zieht Astanio noch ein Stück zur Seite. Elena kommt auch mit zur Seite. Das weiße Pferd bäumt sich auf und hier verlassen wir die Rabenmark. Für heute. Epicness! Woohoo! Wir haben den Dämon weggebombt, einen Viergehörnten. Dank Praios. Ah, geil. Ich habe schon Angst gehabt, dass er nicht mal an den Ring denkt. Aber hat er ja noch. Oh Gott. Dramaturgie, sage ich dazu nur. Ich sag mal so, also einen neuen Charakter brauche ich trotzdem, oder wie? Nein, Quatsch. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt ausgehen soll. Blinder Magier, ja, wunderbar. Ich habe zwischenzeitlich nicht gedacht, dass wir es packen. Herrlich. Ich meine, die Aktion, die du da gebracht hast, war ja auch echt extrem. Da müssten wir jetzt auch mit extremen Konsequenzen leben. Ja, das fand ich auch gut. Das fand ich wichtig. Oh. Ja. Ist Elanor erstmal verschwunden. Ja. Ich muss sie erst erfolgen. Ja. Hier ist auch eben jemand reingeradet, ganz am Ende. Herzlichen Dank für den Raid. Herzlich willkommen, wir sind gerade zu Ende. Wir unterhalten uns jetzt noch ganz kurz ein bisschen. Abbruch Unternehmen Mauer erfolgreich abgehakt. Jawohl, genau. Was für ein Höllenritt. Ja. Oh ja. Da müssen alle erstmal austreten, weil sie sich eben nicht getraut haben. Ja. Keine Zeit. Heilige Scheiße. Ich kann dazu gar nichts mehr. Ich bin so gespannt schon auf die nächste Folge. Und die wird diesmal wieder länger dauern, weil das nächste Mal wäre Weihnachten, ne? Ja, ich denke, irgendwie an Weihnachten spielen wir nicht. Nee. Ich bin auch wieder da. Das heißt, ich spiele. Eine halbe Stunde habe ich jetzt hier gesessen. Das heißt, ich spiele nur auf heißen Kohlen im Januar gesessen. Wieder. Ja. Oh geil. Ja, wir hatten heute alles dabei, irgendwie von lustigen Elementen mit den Zwergen bis. Ich habe einfach voll vergessen, mich von denen zu verabschieden. Oh. Die waren cool. Die waren super. Ja, die zwergischen Sapeure, die sich selbst in die Luft, Luft sprengen. Also sprengen geht ja nicht, weil es gibt kein Schießpulver in Namedul. Aber ja. Die sich selbst in Brand gesetzt haben. Ja, und dadurch ihre Seelen für immer gefangen haben. Ja. Oh, die Armen. Sehr tragisch. Die hat mir echt leid. Ja. Aber der Wall ist ja jetzt zerstört dank euch. Vielleicht haben sie jetzt ihren Frieden gefunden, wer weiß. Ja. Ich hoffe doch. Ja. Oh. Heilige Scheiße. Ja, dass so tötet man einen Dämon. Ja, der Gevatter schreibt auch episch, ja. Dankeschön. Mhm. Rauch tötet, genau. Ja. Super, Tim. Ja, herrlich. Also, liebe Hügelzwerge, weniger rauchen. Ja. Abbruch unter dem Mauer erfolgreich abgehakt. Ja, aber sowas von. Ey, huh. Ja. Herrlich. Als wäre Astanio mit seinem alternden Gesicht nicht schon gehandicapt genug. Ach, abwarten. Es gibt der Heiler. Sobald wir gezeigt haben, dass wir nicht Paktierer sind, kriegen wir bestimmt auch eine ordentliche Heilung. Bitte? Eine ordentliche Heilung? Einer eine ordentliche Heilung heute gemacht hat, den total zerschundenen Jandrik durch göttliches Wunder wieder zusammengeflickt. Das war der große Heilungssegen. Es ist klar, dass er danach komplett am Ende ist.
Oder entrückt, das ist ja noch besser als irgendwie geschunden. Ja, entrückt ist ja, natürlich das war, ist ein nettes Wort für total stoned. Ja. Hab ja Reihe geschrieben. Smoke von der Reine geküsst. Also, ja. Also, wenn das nicht ein Kuss der Mutter war, dann. Ich wollte diese ganze Situation, also das mit dem Flammenschwert hat mich selber gerade ein bisschen irritiert. Brauche ich dafür normalerweise nicht den Zauberstab, den ich nicht habe? Ja. Okay. Tja, Prios hat dich gehört. Help from Prios. Ja, ich wollte so eine Situation zwar haben, aber ich wollte sie eigentlich eher ans Ende setzen, aber ich wusste sonst nicht, wie ihr da rauskommt, deswegen habe ich dann... Also in der Situation... war schon ganz gut, ja, ihr hattet euch ja sonst ziemlich, ja. Ja, also in der Situation war ich echt kurz als Spielerin da und dachte mir, ob wir da lebend rauskommen. Hoffentlich bin ich in dem Moment auch. Ich dachte, einer von uns geht drauf. Ich dachte auch, ja, schön. Jetzt haben wir Jandrik gerade eben aus den Zombies gerettet. Nee, er muss doch mal auf diesen Theorien mit draufspringen. Jandrik ist immer mittlerweile sicher, dass er unsterblich ist. Übermütig, ja. Solange Elena hat, die ihn rettet und Ascanio irgendwie den rettet, ja. Und Osprey heilt. Alten Knacker, hey! Vor allem, ich sage jetzt, ich habe ihm keine Ahnung, wie oft gesagt, der alte Knacker ist nicht so viel älter, als er eigentlich denkt. Ja. Er könnte zwar sein Vater sein, aber. Aber dann war er sehr früh dran, wenn er sein Vater sein könnte. Wieso? 20? Ja. Mit 19? Bis 40, er ist 21. Ja, kommt hin, ja. Kommt hin. Sogar normales Alter, ne? Normales Alter für DSA, ja. Für DSA wahrscheinlich, ja. Ich war ein bisschen überrascht, vorher vorgehen, irgendwie in die Zombie-Horde reinzuschnetzeln zu wollen. Ne? Ja, das in dem aber Moment dachte ich auch so, mach dir nicht wirklich. Ich wollte die Kette kaputt machen, damit. Da stand Heldenmut und Ehrenhaftigkeit und ich dachte, ja. Und es sind Zombies, ich muss sie vernichten. Genau. Mein Terminal. Und ich kann den Jungspund da nicht alleine reinlassen. Aber für mich war immer noch die schönste Szene. Das sagt ihr dem alten Knacker nicht, aber dann hat er zum zweiten Mal mein Leben gerettet. Sag's nicht dem Elb. Ja, genau. So, das ist das erste Kapitel abgeschlossen des Abenteuers. Wow! Wow. Herzlichen Glückwunsch. Yay. Wobei erste wir das Kapitel extrem endlich abgekürzt haben, weil wir haben ja falsch angefangen. Also das Abenteuer funktioniert eigentlich komplett anders, aber ja. Ist doch egal, es war doch super. Es war richtig klasse. Ja, das passt super, wie wir es machen bis jetzt, ja. Oh ja. Ja. Jetzt haben wir beim nächsten Mal noch, dann haben wir etwas weniger Action. Da hatten wir jetzt zwei Sessions lang, haben wir wieder ein bisschen mehr Interaktion mit der Umwelt. Mit den angreifenden Truppen. Mal gucken, wie ihr euch da jetzt rausredet, wer ihr seid und warum ihr aus dem Wall rausgelaufen kommt. Der spricht für uns, also Jandrik. Ja, Jandrik, ja. Mal gucken. Weil da sitzen Amazonen, Weißmagier. Ich kenne die nicht. Ich kenne die alle nicht. Wer sind diese Typen? Wir nehmen jetzt mal nichts vorweg. Vielleicht hat Jandrik euch auch alle angelogen und ist in Wirklichkeit irgendwer anders. Ja. Jandrik ist eigentlich der Anführer von der ganzen Gruppe, von irgend so eine geheime Organisation, von wegen hier Golgarit. Dämonischer Paktierer, der ist einfach den Wall für sich erklärt. Genau. Ich fand es auch am Ende nochmal wichtig, dass Mora nochmal den Gutongi vor die Füße kriegt. Der beim schon letzten wieder Mal so böse zugesetzt hat. Oh, ja. Und wir haben einen weißen Reiter, ne? Also der weiße Mann vor uns. Genau. Im Gegensatz zu dem schwarzen Reiter, den Jandrik. Ja, getroffen. Ich wollte gerade sagen, ja. Hatten wir doch schon mal den anderen noch dabei. Ja. Wir hatten auf der einen Seite hatten wir die Nazgul, auf der anderen Seite haben wir jetzt Gandalf den Weißen. Ja. Und zwischendrin, der hatte nur zwei Hörner, der Balrog. Also in DSA ist es ja so, dass die Dämonen irgendwie mit Anzahl der Hörner stärker werden. Also vier gehörnt ist schon ordentlich. Ne? Okay. Ja. Ist gut, dass Ascanio also ein festes Gebet an Prios gesendet hat und den Ring versehen hat mit irgendwie merkwürdigen Kräften. Das
Auch wenn er sich wahrscheinlich zugesteht, dass er das war. Nicht. Also er wird sich das überhaupt nicht zugestehen. Ja, weil er hat es ja auch nicht mitbekommen. Elena hat das ja auch nicht so wirklich mitbekommen, was da passiert ist. Was eigentlich nur Jandrik, was er getan hat. Das ist auch noch was besprochen wird. Jandrik weiß auch nicht, was Astanio an dem Abend gemacht hat. Also. Keine Ahnung, ne? Aber dass ich den erst im allerletzten Moment benutze, war ja hoffentlich klar. Dass ich den nicht verschwende. Ja, so. Ja, der war auch wichtig, ja, genau. Das war irgendwie so, auch im Spielleiterdenken so mal die Sache, die euch den Vorteil genommen hat. Da ihr ja keinen Bannmagier bei euch habt und ich wusste, dass Astanio auch nicht wirklich zaubern kann am Ende der letzten Schlacht, weil er ja sich schon leer gezaubert hatte. So gut wie, ja. Ja, jetzt mit dem Flammenschwert wahrscheinlich noch mal mehr Energie gezogen. Ja, mit Flammenschwert hat er sich alles entzogen. Also das ist, du kannst dir das von dem Level eigentlich so vorstellen, wie eigentlich den Feuerball, den ich werfe. Das ist der Zauber der Schule. Und den auch noch ohne den Zauberstab zu machen, sondern auf einem echten Schwert zu transportieren. Das ist kein Wunder, dass ich nicht so sehen kann. Also. Ja, ich fand die Aktion halt irgendwie, auch wie du das beschrieben hast, ja ganz, ganz cool so irgendwie auch. Ich find, dass die Situation auch irgendwie da wie so ein Berserker dazwischen zu springen, quasi in so eine Wahlwut irgendwie zu überzugehen, wenn man einen Torwaller-Sprech mal überfällt. Und so ein Blutrausch und dann quasi nicht mehr genau zu wissen, was man tut. Hauptsache, man schnetzelt noch. Und aber das hat halt dann auch Konsequenzen. Ne? Ja. Ich glaube, das fand ich sehr, sehr passend. Aber ich glaube, das Problem ist jetzt, dass das Schwert noch unten geblieben ist. Ich hab's noch in der Hand gehabt. Ja, okay, dann hast du es in der Hand, dann hast du es mitgenommen, Gut. Das andere Problem an der ganzen Geschichte ist, dass da Alricius' Name draufsteht und nicht meiner. Ja, ich fand es aber auch sehr schön, dass das Osko derjenige war, der das Fass angezündet hat. Genau, ja. Ja. Ja, das war ganz wichtig. Ja. Und ich fand auch den Bannspruch gut. Also, das, auch sein Übriges getan. Ne? Ja. Ist nicht schlecht, wenn man Geweihten bei sich hat, auch wenn wenn dem sonst nichts zugetraut wird. Ja. Und er noch nicht offiziell Bin auch noch nicht geweiht. Noch nicht offiziell geweiht. Ich würde mal sagen, du bist geweihter. Aber ich weiß schon, wie sich das anfühlt. Ja. Aber ich weiß ja schon mal, wie sich das anfühlt. Und es ist sehr gut. Du hast aber schon kamale Zugriffe, ne? Das heißt, ja. Mhm. Im Gegensatz zu Jandrik, dem die Weihe ja verwehrt wurde, der keine kamale Kräfte hat. Ja. War auch ein sehr schöner Ausspruch von Jandrik. Ich nenne dich nie wieder Koch. Ja. Da habe ich tatsächlich aber jetzt auch schon 4 Sessions drauf gewartet, dass dazu mal was gesagt wird. Ja. Da wird ja alles sehr aufgebaut, schön. Stück für Stück. Ja, sehr gut, sehr gut. Herrlich. Welche Szene, die eigentlich ganz unscheinbar war und eigentlich für die Story fast nicht wichtig, würde ich sagen, fand ich aber auch gut, wie Jandrik die zweite Tür aufmacht, da die ganzen Zombies gesehen und dann sofort wieder zu. Ja, das war so die richtige Mary und Pippin Szene in Moria, so. Oh, scheiße, nee. Ich hatte auch kurz, also wenig später, als Elena einfach in den Raum gegangen ist und anfing, an den Ketten zu ziehen, habe ich auf den Lippen gehabt, du närrischer Tuck, was tust du da? Ja. Weil wer weiß, wo diese Kette hätte hinführen können, sonst wie. Stellt euch mal vor, wir wären weiter nach unten gegangen, der ganze Raum, und wir wären runtergeknallt, so mit einem Aufzug, wo die Kette sich löst. Oder die Kette wäre nicht richtig fest gewesen und so reißt es einfach mal runter und dann so zoom. Warum sind die Zombies eigentlich da hochgekommen? Waren die schon oben? Oder? Ja, weil der Daimonoid Truppen auf dem Schlachtfeld gebraucht hat. Ach so, okay, und der hat neue gebracht quasi. Ja. Und das war halt gerade ungünstig, dass das parallel zu uns war, die wir hochgekommen sind. Ja, hätten wir halt scheiß Timing, wa? Ja. Wir hätten warten können. Er hat die da geparkt, ganz, ganz viele Untote halt in so eine Wartestelle. Das ist quasi seine Armee, die da wartet. Ja, ja. Okay. Ja. Dann quasi wie in einem Lastenaufzug, dann zing, Verstärkung rein. Genau. Okay. Der hatte das gesamte Bauwerk durchdrungen da. Das heißt, er konnte da auch alle Mechaniken und alles in Gang setzen, ohne Probleme. Das ist ein anderes Wort für Zwergen. Oder Hurasisch, die können das auch noch. Ja.
Ich sag jetzt bloß nicht den Zwergen, dass die jetzt Magie anwenden oder sowas. Was? In DSA ganz gibt es Zwerge, die Magie anwenden. Ja, und die sind dementsprechend beliebt bei den Zwergen. Kommt drauf an, welchen Zwerg man fragt, aber ja. Ja. Ja, schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mach mal noch mal einen kleinen Werbeblock. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, den Werbeblock jetzt mal am Anfang zu machen, aber ich habe es vergessen eben. das heißt jetzt wieder wie gewohnt hinten dran. Ich fange heute mal mit Ozzy an. Ozzy, was gibt's bei dir irgendwas zu entdecken oder zu wissen? Ja! Okay, ich sehe schon, du hast es schon geedit. ja, es gibt tatsächlich bei mir jetzt, nicht bei mir, sondern auf dem Kanal Echsensuppe. So haben wir uns jetzt getauft. Das ist eine kleine Gruppierung. Lustige Geschichte, das ist meine Ausbilderin, ihr Schwager und ihre Schwester und ein Kollege von mir, ein ehemaliger Azubi-Kollege, die zusammen Pen and Paper spielen. Die spielen nämlich etwas, was der Koali schon gespielt hat. Nämlich, wir spielen Klingen der Nacht. Und also das dauert auch bis nächstes Jahr, bis die nächste Runde kommt, aber dann wollen wir mindestens einmal pro Monat spielen. Und momentan ist es so, dass unser junger Prius-Geweihter Mars endlich seine Weihe bekommt. Das ist leider ein bisschen schwieriger als gedacht. Nicht nur deswegen, weil er ein Halbelf ist und dementsprechend nicht so gut in der Prius-Kirche vorankommt, wie er das eher haben wollen würde. Und ja, bei mir gibt's ansonsten nur auf meinen Kanälen momentan GTA-RP, wenn einem so etwas eher liegt. Also seid nett zu der Echsensuppe. Ja, die sind ganz frisch und ganz neu und üben noch. Das heißt, trotzdem, dass sie tolle Geschichten erzählen können. Schaut da mal vorbei. Ja, sehr coole Pen-and-Paper-Sachen und weil sonst beim Ozzy auch ganz viel lustige Sachen zu sehen. Ja, dann haben wir keinen Anfänger des Pen and Paper, der Marot. Was gibt's bei dir zu entdecken? Bei mir gibt's tatsächlich wieder DSA. Ich habe weitergemacht, ich habe das ja schon vor einer Weile gespielt, aber es kommt Unsterbliche Gier. Der erste Teil von Unsterbliche Gier ist schon raus. Der zweite Teil kommt, eigentlich hätte er heute kommen sollen, ich hatte dann aber andere Sachen zu tun, also kommt er sehr wahrscheinlich morgen oder allerspätestens übermorgen. Das ist vom Projekt her ein bisschen speziell, weil ich da teilweise Sachen gelöscht hatte, die ich hatte und dann habe ich neu aufnehmen müssen und deswegen benutze ich jetzt früher als gedacht neue Techniken, nämlich so ein bisschen auch orientiert an was Koali gemacht hat hier jetzt mit diesen Prequels, nur dass ich eben sehr viel kürzere Szenen spiele mit einzelnen Leuten, sie dann zusammenschneide zu einer Gesamtgeschichte und dann gibt es dann auch, aber später dann auch gemeinsame Szenen. Ja, also es wird das Ganze noch ein bisschen filmischer, noch ein bisschen hörbuchmäßiger, weil quasi nicht jeder in jeder Szene vorkommt, sondern das sind einzeln aufgenommene Sachen und ich erhoffe mir dann davon quasi noch mal ein bisschen mehr, noch mehr Immersion. Und ja, erster Teil kann man schon reinhören, da werden quasi die ersten Geschichten der ersten Figuren erzählt und alles ist aber im Abenteuer. Es sind also keine Prequels, sondern die einzelnen Leute erleben quasi einzelne Teile aus dem Abenteuer. Wer das Abenteuer kennt, kann das dann so ein bisschen zusammenreimen. Ich finde es sehr, sehr gelungen. Sehr gut zu dem Abenteuer, ja. Ich finde es sehr, sehr gelungen und bin mal gespannt, ja. Ja, schaut doch mal vorbei bei rollenhörspiel.de. Ich habe es noch nicht gemacht, ich bin noch nicht dazu gekommen, aber es steht auf meiner To-Do-Liste. So, aber wenig DSA bis gar kein DSA gibt es bei Kakko auf dem Kanal. Das ist so richtig, genau. Den letzten Monat und den Anfang des Dezembers war es ja bisher leider sehr still, weil ich gerade noch mal eine Bachelorarbeit geschrieben habe. Die wird aber morgen abgegeben. Dementsprechend wird es morgen Abend oder Nachmittagsbereich sogar schon vielleicht dann mal Stream geben. Da werde ich wahrscheinlich erstmal wieder nur Figuren anmalen. Mal gucken, was ich dann machen werde. Und vielleicht kriege ich mich dann auch mal wieder dazu, Pen and Paper zu leiten auf meinem Kanal. Das gab es dann auch mal.
vor einiger Zeit. Aber falls ihr eine aktuellere Runde gucken wollt, wir haben mal Ripperbrut gespielt. Das heißt, wir haben Savage Worlds gespielt und haben den, naja, Kindern von Jack the Ripper nachgestellt, um diese, ja, von dem Antlitz der Erde zu tilgen. Das war auch ganz cool und das ist auch schon eine etwas längere Runde. Schaut doch gerne mal vorbei, würde mich sehr freuen. Jo, sehr spannend. Ja, Sierra hat auch einen Kanal, aber da kommt nicht so viel. Ja, im Moment ist da Stille eingekehrt. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Tagen und Wochen hier im Dezember ein bisschen mehr Zeit haben werde. Und als nächstes wird man da wahrscheinlich eine kleine Runde For the Queen sehen. Das ist ein sehr erzählerisches Spiel, was um ein Geleit geht, um eine Königin herum. Das habe ich schon mal gespielt, das ist super spontan, da werde ich gerne ein paar Leute dazu nehmen. Das kann man aber auch sehr gut, ich sehe gerade Freiwillige, das kann man aber auch sehr gut auf die Vampire the Masquerade ummünzen. Und das gibt noch mal mehr spannende Geschichten. Daher, die Wolfwelt haben das auch schon mal gemacht, ne? Ja, genau, da habe ich es mir abgeguckt. Das habe ich auch schon zweimal gemacht und das hat fantastisch funktioniert. Und wenn OBS das auch mitmacht jetzt wieder, dann wird man das auch hoffentlich da draußen im Internet bald sehen. Da freue ich mich drauf. Ja, perfekt. Der Elanor könnt ihr auch folgen, und zwar auf Instagram. Da gibt es dann immer auch Werbung für die Runde hier zum Beispiel. Und was noch? Ja, hauptsächlich halt Werbung für die Runde hier. Ansonsten immer mal wieder so ein paar Sachen aus meinem Leben. Jetzt letztens habe ich nochmal Brot gebacken. Und ja, richtig gut gelungen, handgeformt. Ansonsten, wenn ich mal draußen in meinem Heimatort unterwegs bin, gibt es auch schon mal Bilder. Also so ein buntes Programm, wenig Rollenspiel-Content, außer wie gesagt die Werbung für die Runde. Ja, schaut einfach mal vorbei, wenn ihr mal dies und das sehen wollt. Jo. Ja. Lohnt sich, auf jeden Fall, wenn man Instagram hat. Also ich habe kein Instagram, deswegen weiß ich nicht. Aber vermutlich lohnt es sich. Ja, sonst müsst ihr auf die Weiterführung dieser Runde bis ins neue Jahr warten. Leider. Aber das seid ihr jetzt ja schon gewohnt, dass wir so lange warten müsst. Wir sehen uns wieder im neuen Jahr. Rutscht gut rüber und vor allen Dingen sicher und passt auf euch und eure Lieben auf und so. Ihr wisst, es sind schwere Zeiten da draußen und jetzt über die Festtage muss man besonders auf sich und auf seine Lieben achten, finde ich. Ja, frohe Weihnachtszeit, guten Rutsch, genau, Sera, super. Komisch, fühlt sich irgendwie komisch an, Mitte Dezember sowas zu sagen, aber da wir uns erst nächstes Jahr sehen. Ja. Ja. Mehr Zeit für die Vorfreude, mehr Zeit oh ja. Für die ja. Und mehr und Zeit für mich zum Vorbereiten, sein. Gott sei Dank. Ja, vielen Dank. Wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Schaltet die Augen offen. Ansonsten könnt ihr nächste Woche hier nochmal Phileason begleiten. Das ist eine Runde, die funktioniert ein bisschen anders als diese, aber auf ihre Weise halt auch ganz toll. Und ja, macht es gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Schade. Wobei, könnt ihr auch mal da gucken oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.